Tritt die Bühne. Das ist gut. Ah, ich hoffe, ich bin zu sehen und zu hören für alle da draußen hier im Saal. Extended Reality, Gesellschaft, Utopien, Science Fiction oder zukünftiger Alltag. Mit diesem Thema möchte ich Sie und euch ganz herzlich zum diesjährigen Science Mashup zur Langnacht der Computerspiele an der HTWK Leipzig begrüßen. Die einen oder anderen werden mich noch kennen. Mein Name ist Michael Faber. Ich bin Medienmanagement-Masterstudent an der HTWK und habe bereits letztes Jahr zusammen mit Kommilitonen das Format Science Mashup ins Leben gerufen. Und eigentlich haben wir jetzt gedacht, dieses Jahr wird endlich alles besser und anders und wir können uns vor Ort sehen. Aber aus bekannten Umständen ist das leider nicht der Fall. Dennoch hat sich viel getan, denn ein neues Organisationsteam hat den diesjährigen Science Mashup nach Gavertown gebracht, zusammen mit der Langen Nacht der Computerspiele. Und in diesem Sinne wird es dieses Mal richtige interaktive Podiumsdiskussionen geben. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf den heutigen Nachmittag, Abend. Bevor wir jetzt loslegen, ganz kurz noch etwas zum Ablauf. Wir haben insgesamt 12 Beiträge gegliedert in drei Kategorien und die werden wir nacheinander erleben. Nach jeder Rubrik gibt es dann immer eine Podiumsdiskussion, wo ich dann alle Speaker, Speakerinnen zu mir auf die Bühne bitte und dann können wir gemeinsam jeweils 10 Minuten diskutieren. Und ja, ganz kurz noch zu den Beiträgen. Wenn wir die dann haben als Video, können Sie und ihr einfach mit dem Betätigen der X-Taste zum Vollbild wechseln und dann werden die gleich automatisch gezeigt. Ja, und jetzt möchte ich erstmal das Wort weitergeben an Frau Professor Dr. Hofacker. Sie wird uns im Rahmen der Langen Nacht der Computerspiele willkommen heißen. Und im Anschluss hören wir noch ein paar Worte vom sächsischen Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, dem Herrn Oliver Schenk. Come gather round people. Die lange Nacht der Computerspiele und das Science Mashup laden Sie heute herzlich ein, sich als Avatar in unsere virtuellen Welten zu begeben, mit uns zu spielen und zu forschen und zu diskutieren. Entdecken Sie die virtuellen Welten und vor allem forschen Sie mit zu Games und Gesellschaft. Das ist der Sinn des Science Mashup, das wir 2020 ins Leben gerufen haben. Hier tauschen sich Menschen aus den Game Studies zusammen mit Praktikern aus den Games aus. Nachlesen kann man das auch. Es ist bereits der erste Tagungsband erschienen unter dem schönen Titel Science Mashup, die Zukunft der Games. Und auch dieses Jahr, 2021, wird es wieder einen geben. Und ja, natürlich war das alles ganz anders geplant, als es jetzt ist. Geplant hatten wir eigentlich, dass wir uns dass wir uns im richtigen Leben treffen, dass wir uns auf dem Parkplatz hinter dem guten Bau der HTWK Leipzig treffen, dass es da auch was zum Angucken und Spielen gibt. Aber die dritte Welle der Pandemie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das entmutigt uns nicht. Wir geben nicht auf. Wir wollen 2022 auf jeden Fall wieder ein richtiges Treffen machen. Bis dahin freuen wir uns erst einmal auf das Grußwort des sächsischen Staatsministers für Medien, Herrn Oliver Schenk, das jetzt dann gleich folgt. Und wir hoffen auf bessere Zeiten. Liebe Studierende, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier aus der Sächsischen Staatskanzlei zur 15. Langen Nacht der Computerspiele an der HTWK in Leipzig. Ich freue mich, dass Sie heute alle zusammengekommen sind, an diesem tollen Event teilnehmen, sich austauschen über Games, über Chancen, über Innovationen, die damit verbunden sind, und hier einfach ein gutes Format für sich gefunden haben, um über diese Branche, die ja nicht überall bekannt ist, gerade sagen in älteren Bevölkerungskreisen vielleicht noch etwas mit Skepsis gesehen wird. Aber auf der anderen Seite finde ich die Zahlen erstaunlich, wer heute alles Games, elektronische Games nutzt, damit spielt. Fast jeder Zweite in Deutschland hat es schon im Einsatz.
Und es ist ja nicht nur das, was sozusagen damit häufig verbunden wird, dass jemand am Computer spielt und irgendwelche Computerspiele betreibt. Es ist ja eine richtige Innovationsmaschine geworden heute, Games, indem nämlich über KI-Techniken, über Deep Learning neue Technologien entwickelt werden, die plötzlich auch in ganz anderen Branchen Einsatz finden. Wenn ich an das Beispiel denke, was ich, also ich mit dem Verband, vielen Dank, dass Sie das auch hier so mit unterstützen, vor einiger Zeit einmal in Leipzig unterwegs war und wir angeguckt haben, wie Games heute Einsatz finden im Bereich der Pflege, damit alte Menschen, die behindert sind, die Probleme haben im Bewegungsapparat, angehalten werden durch Games, durch entsprechende Anreize, sich wieder zu bewegen und damit fit bleiben dort. Wenn ich daran denke, wie heute bei mir in der eigenen Familie kleine Kinder Anreize finden, neue Sprachen zu lernen oder Mathe- oder Deutschunterricht mit Gamification ansetzen, dann ist das etwas, was sich komplett verändert hat zu meiner Schulzeit. Und deshalb ist es, glaube ich, eine Branche, die wir auch gemeinsam weiter voranbringen sollten, uns darum kümmern müssen. Und deshalb bin ich froh, dass es uns jetzt gelungen ist, auch im neuen sächsischen Haushalt gemeinsam mit der Mitteldeutschen Medienförderung Projekte zu veranschlagen, die gerade der Branche auch Unterstützung zukommen lässt. Denn wir wollen dieser Branche auch am Standort Sachsen helfen, unter die Arme greifen, weil wir damit große Chancen sehen in den Bereichen, die ich gerade genannt habe, aber natürlich auch wirtschaftlich. Es sind neue Beschäftigungschancen, es sind Innovationsfelder. Und deshalb freue ich mich, dass Sie zusammengekommen sind, sich über diese Fragen austauschen. Und ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft wieder, wenn wir diese Pandemie hoffentlich bald hinter uns gelassen haben, auch miteinander in den Austausch treten können, um über diese Chancen uns austauschen. Ich danke allen, die diese tolle Veranstaltung organisiert haben, den Studenten, Frau Professor Hofacker, Herrn Dr. Biegel und dem Verband Games in Mitteldeutschland, dass er das unterstützt. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß. Und bis bald. Ja, dann vielen Dank erstmal für die schönen Worte. Wir freuen uns natürlich auf einen regen Austausch. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir haben insgesamt 3 Rubriken. Im Anschluss dann jeweils 10 Minuten Diskussion zur jeweiligen Rubrik. Und ja, wenn jemand Fragen stellen möchte, dann bitte einfach zur jeweiligen Rubrik dann oder zur Podiumsdiskussion vorne an die Bühne rankommen. Dann sehen wir sie alle und können gemeinsam die Fragen dann beantworten und besprechen. Gleiches gilt natürlich auch für den Chat. Gerne in den Chat sowohl bei YouTube als auch hier bei uns einfach die Frage formulieren und dann besprechen wir das Ganze. Ja. Und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los mit unserer ersten Kategorie. Die erste Rubrik, sie trägt den Namen Games als Digitalkultur. Und beginnen wird Dr. Benjamin Biegel und wird uns einleitende Worte mitteilen zum Thema Games in der Mitte der Gesellschaft. Beispielsweise mit dem Titel Computerspiele als Massenmedium. Im Anschluss wird uns Jana Hector etwas erzählen zum Thema Wo bin ich? Eine Analyse der spielerisch-operativen Erkenntnisgewinne. Und Jana Hector ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bochumer Graduiertenkolleg. Der dritte Beitrag ist von Kay Seifert und er wird uns etwas erzählen zum Thema nonverbale Kommunikation und Persönlichkeit in Gameplay-Animationen. Und zum Abschluss der ersten Rubrik wird uns René Meyer, einer der Mitbegründer der Langen Nacht der Computerspiele, zum Thema Computerspiele Archäologie erzählen. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Science Mashup. Mein Name ist Benjamin Biegel. Gemeinsam wollen wir in den kommenden Minuten der Frage nachgehen, was Computerspiele als Massenmedien für unsere Digitalkultur eigentlich leisten. Kommen Sie mit auf eine kurze Reise, auf der ich Ihnen zeige, welche unterschiedlichen Funktionen das Computerspiel über das eigentliche Spielen hinaus eigentlich noch besitzt. Auch das zweite Science-Mashup steht noch ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Es ist aber faszinierend, welche Kreativität die aktuelle Situation auch bei Programmierern freisetzen kann. So kämpfen wir als Krankenschwester im satirischen Browserspiel Corona World gegen das Virus, lernen die AHA-Regeln kennen und erfahren nebenbei pointiert allerlei über unsere derzeitige Gesellschaft. Doch auch eher banale Ego-Shooter wie Postal können anspruchsvoll sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. So wird die Maskenpflicht thematisiert und der aggressive Verschwörungsideologe und Querdenker und ehemalige Fernsehkoch Attila Hildmann zynisch-satirisch in das Spiel eingebaut.
Gerade die Corona-Pandemie zeigt die enorme Bedeutung von Games auf. So waren Spiele für Millionen von Menschen in den letzten Monaten eine große Unterstützung. 35% geben an, mehr gespielt zu haben, dennoch geschah dies häufiger als früher innerhalb der Familie. 28% sagen gar, dass Games ihnen geholfen haben, besser durch die Pandemie zu kommen. In der öffentlichen Wahrnehmung überwiegt jedoch ein anderes Bild. Medial wird über die Spiele oft verzerrt und unausgeglichen berichtet. Weder wird deren Vielfalt noch die breite Durchdringung in der Gesellschaft wiedergespiegelt. So sind 70% der im TV gezeigten Gamer männlich, obwohl die Hälfte der Spielerinnen eigentlich Frauen sind. Mehr als die Hälfte der gezeigten Spiele enthalten Gewalt, obwohl nur ein Bruchteil der Spiele für Erwachsene gekennzeichnet ist. Computerspiele sind seit Jahren in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mehr als 35 Millionen Deutsche spielen regelmäßig. Games werden zudem attraktiver auch für die Älteren. Das erklärt sich aus der Beobachtung, dass das Spielen eine anthropologische Konstante des Menschseins ist. Studien zeigen auch, dass sich Spielen auch positiv auf den altersbedingten Abbau von körperlichen und geistigen Fähigkeiten auswirken können. Doch warum spielen wir? An erster Stelle stehen Spaß, Entspannung und Zeitvertreib. Immerhin ein Drittel lieben die Herausforderung, 14% suchen den Wettbewerb, 10% flüchten aus dem Alltag. Nur das Geldverdienen gehört praktischerweise nicht dazu. Vor einer systematischen Darlegung der Leistung lohnt jedoch erstmal eine kommunikationswissenschaftliche Perspektive. Aus dieser Perspektive wird schnell klar, dass das Computerspiel längst kein Trägermedium mehr von Bits und Bytes ist. Als digitales Massenmedium hebt es die starren Rollenzuweisung der klassischen Medien auf. Spiele können heute von jedem programmiert werden und erreichen dank der sozialen Netzwerke eine theoretisch unbeschränkte Öffentlichkeit. Maletzkes disperses Publikum lässt grüßen. Als Edutainment werden Spiele als Lernspiele für Kinder und Jugendliche eingesetzt. Mit ihren interaktiven Möglichkeiten sind sie der perfekte Vermittler von historischem, politischem oder naturwissenschaftlichem Wissen. Spielbezogenes externes Regel- und Funktionswissen zur Spielmechanik schult nicht nur koordinatives und logisches Denken, sondern macht auch noch Spaß. Die sozialen Funktionen von Computerspielen hingegen liegen nicht nur im gemeinsamen Spielen. Das Soziale des Spiels zeigt sich spieler- und umweltbezogen durch das Erleben von Selbstwirksamkeit. Macht, Herrschaft und Kontrolle des Spiels sind die Grundkonstanten jedes Spiels und wichtig für Motivation und Spielerfolg. Aber auch im Erleben von Gemeinschaft auf LAN-Partys oder online wird das Soziale des Spiels offensichtlich. Spiele sind ein wichtiger Teil der Identitätsarbeit. Gerade in Multiplayer-Spielen werden Gruppen- und Aushandlungsprozesse wichtig, im Miteinander werden Gesellschaften konstruiert und Wertemodelle entworfen. Besonders online zeigen und manifestieren sich die kulturübergreifenden und integrierenden Funktionsmechanismen und Eigenschaften des Spiels. Entspannung ist hingegen die klassische Gratifikation der Mediennutzung. Das gilt auch erst recht für Computerspiele. Eher einfache Spiele, aber auch Spiele, die einen Rollentausch ermöglichen, wirken kognitiv entlastend. Den Stress des Arbeitsalltags hingegen bedienen oft actionreiche Spiele. Nicht von ungefähr lässt man auch mal beim Ballern sprichwörtlich den Dampf ab. In ihrer politischen Funktion können Computerspiele ein wichtiger Baustein für Kritik und Kontrolle der Gesellschaft sein. So reflektieren sie fiktive Grundszenarien, alternative oder satirische Gesellschaftsentwürfe, Endzeitszenarien, Kriegsszenarien oder sie thematisieren aktuelle politische Entwicklung in unterschiedlichen Perspektiven. Spiele haben damit auch eine Artikulationsfunktion. Dabei geht es nicht nur um den Bedeutungsaustausch zwischen Programmierern und Spielern. Spielerisch explorativ können Rollen getauscht werden, als Teil der Kunst können Inhalte erstellt oder durch Modifikationen erweitert werden. Und in der aktiven Medienarbeit tragen sie zur Ausbildung von Medienkompetenz bei. Spiele informieren uns. Nicht erst seit den Newsgames werden komplexe Sachverhalte anschaulich dargestellt. Symbolische Hinweise helfen bei der Vermittlung der Spielprinzipien und der Spielgeschichten. Spielerbezogene grafische Informationen geben uns Hinweise, beispielsweise zu unserem Gesundheitszustand oder zur Struktur der virtuellen Welt, in der wir uns bewegen. Spiele haben eine nicht zu unterschätzende ökonomische Funktion. Sie vermitteln uns marktwirtschaftliches Denken, wirtschaftliche Grundprinzipien. Und nebenbei sind Spiele auch der Treiber und der Motor der Digitalwirtschaft und tragen wesentlich zur Wertschöpfung bei. Und wie selbstverständlich konkurrieren Spiele auch mit anderen Medien um Aufmerksamkeit. Und hoffentlich nach Corona auch wieder mit anderen Freizeitmöglichkeiten. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die genannten Funktionen nicht zufällig sind. Bereits das erste Computerspiel überhaupt wurde entwickelt, um mehr als nur Freude zu bereiten.
Bereits in der Patentschrift von 1947 heißt es: Skill can be increased with practice and the exercise of care contributes to success. Spielen und Lernen hängen also eng miteinander zusammen. Doch was ist Lernen eigentlich? In seiner sozial-kognitiven Lerntheorie geht der Sozialpsychologe Bandura davon aus, dass Menschen zur Symbolisierung fähig sind und durch Beobachtung anderer lernen können. Dies ist Grundlage der informellen Kompetenzförderung des Nebenbeilerns. Wer spielen kann, ist fit für das digitale Zeitalter. Und Lerneffekte gibt es fernab der Hand-Auge-Koordination in ganz unterschiedlichen Kompetenzfeldern, die wichtig sind für das Leben in der digitalen Welt. Diese reichen von Ausdauer, Mutmanagement, Stressresistenz, Selbstdisziplin über Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, von Zeitmanagement bis hin zu technischen Kompetenzen, Kreativität und Wissen. Computerspiele sind vor allem aber eins, eine moderne Form der Märchen. Sie versetzen uns in zauberhafte Welten, die Abenteuer wahr werden lassen, die im normalen Alltag so nicht möglich sind. Das fasziniert, motiviert und macht Spaß. Die Freude am Spiel ist damit auch die wichtigste Funktion von Spielen. Und um mit Schiller zu schließen, der Mensch spielt nur dort, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Wo bin ich? Eine Analyse der spielerisch-operativen Wissensgenerierung am Beispiel GeoGuessr. In meinem nachfolgenden Vortrag möchte ich das 2013 veröffentlichte Browser-Game GeoGuessr als Vorbild für eine Reihe ähnlicher Spiele in den Blick nehmen. Während über die Zeit sich Spielmodi veränderten, Kartenvariationen hinzugefügt wurden oder auch die Mitgliedschaftsoption angepasst werden mussten, blieb das zugrunde liegende Spielprinzip stets gleich. Es gilt herauszufinden, an welchem Ort der Welt man virtuell abgesetzt wurde. Diesem Vortrag zugrunde liegende Fragestellungen waren zum einen, inwieweit das Spiel als eine Art Performance des in dem zugrunde liegenden Material vorhandenen Potenzials verstanden werden kann, und zum anderen, welche Formen der spielerischen und operativen Informations- und Wissensproduktion GeoGuessr aufruft. Hierfür möchte ich zunächst darauf eingehen, wie Google Street View zu einem Spiel gewandelt wurde. Die Nutzung der von Google bereitgestellten Kartografierungs- und Archivierungsdaten ist Teil vielfältiger und heterogener Praktiken, weit über Diskurse von Navigation oder Orientierung hinaus. So werden die Inhalte von Google Maps und Google Street View beispielsweise in ihrem Potenzial für die Kriminologie diskutiert oder für Vorher-Nachher-Visualisierung von Katastrophen erschütterter Gebiete genutzt. Auch das Potenzial für die Spieleindustrie wurde von dem Unternehmen selbst bereits erkannt und in den eigenen Online-Auftritt mit eingebunden. GeoGuessr unterscheidet sich jetzt jedoch von den dort aufgeführten Beispielen, denn statt die Inhalte von Google als Metadaten oder in irgendwie übersetzter, transformierter Form einzubinden, wird das 360-Grad-Material in Gänze und unverändert visuell-ästhetischer Form zugrunde gelegt. Während nämlich Street View erst mit einer spezifischen Adresseingabe den virtuellen Rundgang am jeweiligen Ort ermöglicht, beginnt GeoGuessr mit der Ausgabe der 360-Grad-Ansichten eines für den Spieler unbekannten und nicht näher durch eventuell rahmende Informationen eingegrenzten Ortes. Nur auf Basis der in diesem Material vorhandenen Informationen gilt es dann, immer weiter einzugrenzen, wo auf der Welt man sich befindet. Die im Spielverlauf gewonnenen Erkenntnisse über den Ort müssen schließlich mit einem Marker auf der Karte konkretisiert werden. Und am Ende jeder Spielrunde wird aufgelöst, welcher Ort gesucht wurde, wie weit der eigene Marker davon entfernt platziert ist und wie viele Punkte man dementsprechend erhält. Hierfür wurden neben dem Inhalt auch dazugehörige Operationen von Street View wie in virtuellen Räumen typischen weiß-transparenten Pfeile zur Fortbewegung, das Plus und Minus zum Herein- oder Herauszoomen oder auch der rot-weiße Kompass übernommen. Zentrales Moment, aber sowohl in Position als auch Darstellung sowie insbesondere der Funktion abgewandelt, ist die Karte. Während sie bei Google Street View als Lokalisierungsanzeige dient, ist sie bei GeoGuessr Lokalisierungsaufforderung. Den Mechanismen des Spiels folgend wurden Informationen zum spezifischen Ort herausgenommen und stattdessen Hinweise auf den Status als Browser-Game oder den Verweis auf den jeweiligen Spieler-Account hinzugefügt. Oben rechts finden sich schließlich die Informationen zur jeweils aktuellen Spielrunde. Zunächst die Angabe, welche Map gerade gespielt wird. Maps sind bei GeoGuessr den jeweiligen Runden zugrunde liegende Eingrenzung, wo man potenziell abgesetzt werden kann. Dies kann man beispielsweise auf Kontinente, auf Teilkontinente, Länder oder sogar auf Orte eingrenzen. Darüber hinaus können Spieler aber auch nach eigenen Kriterien Maps erstellen und damit auch zum Beispiel berühmte oder verlassene Orte als Spielgrundlage etablieren. In der darauffolgenden Spalte wird dann jeweils angezeigt, in welcher Runde von wie vielen man sich aktuell befindet,
wie viele Punkte bis dato generiert worden sind und wie viel Zeit einem noch verbleibt, um den aktuellen Marker zu setzen. Grundlegend notwendiger, da das Spielziel unterstützender Prozess, ist es, in den angezeigten Visualisierungen Informationen zu identifizieren, daraus den potenziellen Ort eingrenzendes Wissen zu generieren, um schließlich einen spezifischen Ort auf der Karte markieren zu können. Nachfolgend sollen die hierbei vorhandenen Verschränkungen mit unterschiedlichen Wissensebenen in den Blick genommen werden und die Frage gestellt, welche Formen des Wissens werden von GeoGuessr aufgerufen, vorausgesetzt oder generiert. Dies kann in einem ersten Moment das Spielen selbst betreffen, also das Erlernen von Regeln, Mechanismen oder Zielen des Spiels. Dies wird dann sowohl durch Vorwissen geprägt, als auch im Spielprozess durch Erfahrungen erlernt. Für den aktuellen Vortrag interessanter ist jedoch, welche Formen der Wissensabfrage sowie Wissensproduktion für die Strategien, also für das Erreichen des Spielziels, notwendig sind. Auf welche Weise man nämlich zu dem wie auch immer gearteten Wissen zur Eingrenzung und Identifizierung des dargestellten Ortes gelangt, ist weder vorgeschrieben, noch folgt es festen Regeln und Operationen. Stattdessen ist jedem selbst überlassen, wie er zu den Erkenntnissen gelangt und wie er sie anwendet. Eine Untersuchung aus 2016 hat sich eben diesen möglichen Verfahren gewidmet. Ziel war es, zu erforschen, auf welche Art und Weise Menschen Geoinformationen aus Fotografien ableiten. Hierfür haben die Autoren sowohl einer Gruppe sogenannter ExpertInnen, in dem Fall SpielerInnen aus GeoGuessr, sowie Laien Fotografien vorgelegt und darum gebeten, einzuordnen, wo diese wohl aufgenommen worden sind. Via eines Think-Aloud-Protokolls wurde schließlich nachvollzogen, welche Inhalte des Bildes mit welchen Denkprozessen zu welchen Erkenntnissen führten. Ich zitiere die Autoren. Participants made sense of image clues using two sources of knowledge. Internal knowledge refers to participants' pre-existing knowledge about locations stemming from their cultural background, travel, education, and GeoGuessr experiences, if any. External knowledge refers to knowledge that participants acquired during the geolocation task by researching image clues using outside information sources such as search engines. Zum internen Wissen zählte dann am Ende so etwas wie das Wissen um gewisse eindeutige Architekturen oder Landmarker oder auch das Wissen um jene Länder, in denen beispielsweise Linksverkehr herrscht. Zum extern generierten Wissen, unterstützt durch die Suche im Netz, gehört dann so etwas wie die Suche von Gebäudezeichen oder auch von spezifischen Straßennamen. Darüber hinaus wurden auch die Herausforderungen für die TeilnehmerInnen adressiert. So etwas wie nicht lesbare, da geblurrte Zeichen, nicht verständliche, da in für den Spieler unbekannten Sprachen oder Schriftsystemen verfasste Zeichen oder auch ein zu viel oder zu wenig an Informationen in einem Bild. Diesen Herausforderungen sowie Chancen widmet sich auch die Online-Community des Spiels, die eigene Formen gefunden hat, entsprechendes Wissen aus, über und für das Spiel zu generieren und miteinander zu teilen. Die Spieler tauschen sich so beispielsweise über den Thread bei Reddit darüber aus, woran man bestimmte Kontinente, Länder oder Orte erkennt. Dies kulminiert dann in vorläufigen Zusammenstellungen diverser Stoppschilder, der Visualisierung unterschiedlicher europäischer Straßenschilder und deren Zuordnung oder Unterhaltung, anhand welcher Vegetation oder welchen Verkehrsobjekten man Neuseeland oder Australien voneinander unterscheiden kann. Das aus den vorangegangenen Beispielen sicherlich deutlich gewordene Potenzial für heterogene, wissensgenerierende Prozesse wurde von den Entwicklern des Spiels selbst ebenfalls erkannt. So gibt es seit knapp einem Jahr die Unterkategorie GeoGuessr Education, die als Instrument für den Geografieunterricht angepriesen wird und nach eigenen Angaben, ich zitiere, a fun and engaging tool to teach students about geography, culture and critical thinking, Zitat Ende, sein soll. In ihrem 2019 veröffentlichten Paper empfiehlt wiederum die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur bereits GeoGuessr als Materialgrundlage für Integrationskurse oder auch die Zusammenarbeit mit jungen Erwachsenen, die einen Flucht- oder Migrationshintergrund haben. Anvisiertes Ziel könnte dabei zum einen sein, den SeminarteilnehmerInnen die digitale Vermessung der Welt bewusst zu machen und sie damit für einhergehende Datenschutzdiskurse zu sensibilisieren. Mit dem Spiel könnte darüber hinaus aber auch die Welt besser kennengelernt oder vorhandene Kenntnisse sowie Vorurteile der SeminarteilnehmerInnen überprüft werden. Wie aufgezeigt, kann GeoGuessr also auf diverse Weise als Teil wissensproduzierender Prozesse oder Diskurse verstanden werden. Dem Spiel zugrunde gelegt ist das Material von Google Street View, dessen Inhalte via im Spiel erlernter und entwickelter Verfahren nach potenziell relevanten Inhalten durchsucht werden soll, um damit eben jenes Wissen zu generieren, das schließlich dabei hilft, einzugrenzen oder festzulegen, an welchem Ort der Welt die Aufnahmen entstanden sind und man sich demnach befindet.
Diese Operationen können durchaus, wie eingangs beschrieben, als Performance der potenziell in den Street View-Daten vorhandenen Informations- und Wissensebenen verstanden werden. Darüber hinaus prägt GeoGuessr das Wechselspiel zwischen verschiedenen Wissensebenen. Zum einen das Wechselspiel zwischen Vorwissen, spielimmanentem sowie extern hinzugefügten oder aus dem Spiel herausverweisenden Wissen. Zum anderen die Ebenen des absichtlich und intendiert zuvor eingebundenen Wissens, des individuellen Umgangs mit den Inhalten oder auch der kollektiven Produktion von Wissen über die Community, sowie die Möglichkeit, spezifisches Wissen im Unterricht abzufragen und beibringen zu können. Man könnte also festhalten, dass in GeoGuessr intendiertes und inzidentelles, explizites sowie implizites Lernen in einem engen Wechselspiel zueinander stehen. Nicht als Lehr- und Lernspiel konzipiert, weist das Browser-Game demnach einige relevante Lernebenen auf, versteht sich daher inzwischen selbst als Unterrichtsmaterial, wird als jenes empfohlen und kann daher durchaus als Edutainment verstanden werden. Abschließend würde ich mit der kurzen Überlegung, dass abhängig vom jeweiligen Nutzer und seinen Intentionen sowie dem Kontext GeoGuessr damit unterhaltsames Spiel, Mittel zum Zweck sowie Grundlage für das Entdecken potenziell vorhandenen Wissens sein kann. Damit wäre ich jetzt auch am Ende meines Vortrags und deswegen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, hallo alle zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Kay Seifert, ich bin Bachelor-Absolvent der University of Europe for Applied Sciences. Dort habe ich Game Design studiert und im Bachelor habe ich mich damit beschäftigt, wie man die Persönlichkeit von Figuren in Gameplay-Animationen kommunizieren kann. Und genau das ist auch unser heutiges Thema. Bevor ich mich aber den Animationen selbst widme, möchte ich erstmal die Frage in den Raum stellen, wer sind denn die Spielfiguren, die animiert werden? Wer sind die Protagonistinnen in Videospielen? Games stehen ja oft in Kritik bezüglich der mangelnden Diversität und Repräsentation der Hauptfiguren. Viele davon seien alle ein sehr ähnlicher Typ, nämlich männlich, weiß, einigermaßen jung, oft mit Militärhintergrund. Und wenn man sich die Zahlen mal so anschaut, hier zum Beispiel werden die Game of the Year Award Nominierten verglichen, dann ist es auch tatsächlich der Fall. Auch genreabhängig lassen sich hier Unterschiede feststellen. Während RPGs häufig gut abschneiden bezüglich multidimensionaler Charaktere, stehen Shooter meistens eher schlechter. Es gibt aber auch viele sehr erfolgreiche Spiele, die Diversität gelungen umsetzen. Hier auf dem ersten Platz zum Beispiel ist sogar ein Shooter mit vielen unterschiedlichen Charakteren, also bleiben wir direkt dabei und reden über die Animation von Overwatch. Für Games zu animieren bringt einige Besonderheiten, aber auch Einschränkungen mit sich. Vor allem die Kamera ist dabei wichtig. Aus welchen möglichen Perspektiven kann die Animation gesehen werden? Was sieht man überhaupt? Welche Körperteile sind sichtbar? Wie weit ist die Entfernung der Figur zur Kamera? In der Regel steht auch das Gameplay im Vordergrund. Das bedeutet, dass die Animation es nicht negativ beeinflussen darf. Deshalb haben Animatoren und Animatorinnen oft auch sehr strikte Vorgaben, wie lange zum Beispiel ein Sprung dauern darf oder dauern muss. Overwatch ist ein First-Person-Shooter. Das heißt, wir wissen, dass Spieler und Spielerinnen die Animation immer aus derselben Perspektive sehen werden. Meist sieht man dabei auch nur die Hände, vielleicht einen Teil der Arme und in der Regel, da es ein Shooter ist, auch eine Waffe. Und das Ganze von sehr, sehr nah. Hier ein weiteres Beispiel, das beachtet werden sollte. Der mittige Bereich ist hier markiert, der sogenannte Combat Corridor. In diesem Bereich passieren viele für das Spiel wichtige Dinge, deswegen sollte vermieden werden, diesen mit Animation zu verdecken, damit Spieler und Spielerinnen sehen können, wenn ein Gegner direkt vor ihnen steht oder auf sie zukommt. Gameplay-Animationen erfüllen außerdem eine wichtige funktionale Rolle. Sie sollten kommunizieren, was Spieler und Spielerinnen gerade tun. So, jetzt gerade laufe ich. Jetzt sprinte ich, offenbar kann ich nicht schießen. Jetzt ziele ich. Und jetzt schieße ich. Es muss sehr eindeutig gemacht werden, was gerade passiert und was Spieler und Spielerinnen gerade tun können und was nicht. Hier ein paar Beispiele, was Animationen darüber hinaus auch noch über eine Figur aussagen können. Hier zum Beispiel haben wir die Laufanimation von Junkrat. Junkrat ist ein sehr chaotischer und aufbrausender Charakter und ist begeistert von Explosionen. Man erkennt, dass er deutlich humpelt, da er eine Beinprothese hat. Man kann sich denken, woher ein Sprengstoffexperte diese wohl haben könnte. Er läuft sehr ungleichmäßig und unruhig und dies trifft auch auf seine Waffe zu. Es gibt viele Einzelteile, die lose durch die Gegend wackeln und man fragt sich beinahe, wie sie noch zusammenhalten kann. Dies passt natürlich sehr gut zu Junkrats aufbrausender und unberechenbarer Natur. Ein Kontrast dazu bildet May. Sie ist eine Wissenschaftlerin, hat einen sehr positiven Charakter, aber sie ist auch etwas unsicher.
Ihre Waffe wankt sehr stark bei ihrer Laufanimation. Sie ist nämlich keine geübte Schützin, deshalb hält sie ihre Waffe nicht besonders stabil. Außerdem sieht man, dass die Kamerabewegungen recht schnell ist. Dies deutet darauf hin, dass sie viele kleine Schritte macht. Und das wiederum lässt darauf schließen, dass sie nicht besonders sportlich ist. Ähnlich wie Junkrat hat sie eine selbstgebaute Waffe. Allerdings hat diese keine beweglichen Einzelteile und besteht nicht vor allem aus Schrott, da sie als Wissenschaftlerin natürlich eine komplett andere Kompetenz hat als Junkrat. Auch die Nachladeanimationen sind besonders interessant. Hier haben wir da Junkrat, der eindeutig nicht gut mit seiner Waffe umgeht. Er hat keinerlei Geduld, schlägt das leere Magazin einfach mit der Faust weg. Daraufhin hält er die Waffe nach oben. Und es ist ganz klar, jetzt gerade kann man als Spieler oder Spielerin nicht schießen. Er setzt ein neues Magazin ein und als letztes zieht er den Steuerknüppel wieder nach hinten in einer sehr effizienten Bewegung, da er dabei automatisch die Waffe auch wieder in ihre ursprüngliche Position zurückbewegt. May wiederum tut genau das Gegenteil. Bevor sie ihre Waffe überhaupt anfasst, zögert sie einen kurzen Moment, sehr kurz, um die Animation nicht unnötig in die Länge zu ziehen, aber definitiv spürbar. Sie fasst den Knauf an der Seite nur mit den Fingerspitzen an, als würde sie mit empfindlichem Equipment umgehen. Vorbildlich für eine Wissenschaftlerin natürlich. Sie dreht den Knauf und spreizt dabei den kleinen Finger sogar in einer delikaten Bewegung etwas ab. Ihr Zögern zeugt natürlich wieder von ihrer Unsicherheit. Gleichzeitig achtet sie eindeutig auch darauf, nichts kaputt zu machen. Sie hat ein sehr ausgeprägtes Bewusstsein für potenzielle negative Konsequenzen ihres Handelns. Ganz im Gegensatz zu Junkrat, dessen Ungeduld keinerlei vor sich zulässt. Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Wie kommt man denn nun zu solchen Ergebnissen? Was kann dabei helfen, die Persönlichkeit von Charakteren in Gameplay-Animationen zu kommunizieren? Hierzu habe ich Guidelines aufgestellt, die ich nach verschiedenen Animationsanalysen ausgearbeitet habe. Die erste dieser Guidelines bezieht sich auf das Character Design selbst. Bevor man sich die Frage stellt, wie man gewisse Dinge kommuniziert, sollte man wissen, was überhaupt kommuniziert werden soll. Welche Eigenschaften hat die Figur, die auf alles angewendet werden können und die sich in allen Animationen widerspiegeln? Dies führt uns auch direkt zum zweiten Punkt, zum Rhythmus. Junkrat zum Beispiel ist sehr unruhig und unausgeglichen, was im Timing erkennbar ist, vor allem aber bei seiner Run-Animation, wo er die ganze Zeit am Humpeln ist. Aussagekräftige Posen sind natürlich auch wichtig, um Persönlichkeit zu zeigen, aber auch um zu kommunizieren, was gerade im Spiel passiert und was Spieler oder Spielerin tun kann. Auch Kameraanimationen sind nicht zu unterschätzen. Während sie eher unterbewusst wahrgenommen werden, beeinflussen sie aber trotzdem massiv, wie es sich anfühlt, die Figur zu spielen. Außerdem ist es dabei wichtig, Spieler und Spielerinnen nicht zu desorientieren und Motion Sickness zu vermeiden. Der letzte Punkt bezieht sich erneut auf das Design. Da man vor allem die Waffe sehr häufig sieht in First-Person-Shootern, ist diese nicht zu vernachlässigen, genauso wenig wie die Animationen. Fassen wir zusammen. Die Repräsentation verschiedener Menschengruppen in den Medien ist natürlich enorm wichtig und diversere Videospielcharaktere helfen nicht nur bei diesem Thema, sondern sie bieten auch ein diverseres Spielerlebnis, was in meinen Augen nur etwas Gutes sein kann. Animation kann sehr viel dazu beitragen und selbst bei auf den ersten Blick generisch wirkenden Charakteren für sehr viel Tiefe sorgen. Selbst unter großen Einschränkungen ist sehr viel möglich. Manche würden sogar behaupten, dass dies die Kreativität fördern kann. Und im Endeffekt, animieren muss man das Ganze sowieso. Deswegen lohnt es sich auch enorm, etwas länger darüber nachzudenken, wie man die Persönlichkeit der Figur einfließen lassen kann in die Animation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat gefallen und vielleicht konnte ich ja jemanden von Animation und ihren vielen Möglichkeiten begeistern. Hallo, ich möchte einen kleinen Einblick geben in das Erforschen und Katalogisieren und Archivieren von Spielen und das Ereignis, was man am ehesten mit Archäologie und Videospielen in Verbindung bringt, ist sicher das Lösen des großen Rätsels. Hat Atari tatsächlich Anfang der 80er Jahre mit zahlreichen Sattelschleppern Millionen von unverkauften Spielmodulen in die Wüste von New Mexico verbracht, auf eine Mülldeponie und dort verscharrt? 30 Jahre später hat man das Rätsel gelöst mit einer großen Aktion, die auch um die Welt ging. Es wurde eine Dokumentation dazu gedreht und man hat tatsächlich Spiele gefunden. Also die Legende ist wahr gewesen.
Im kleinen Rahmen passiert es immer wieder. SEA hat sich um das Thema verdient gemacht, das Rechenwerk in Halle. Das ist ein spezielles Museum für DDR-Rechentechnik. Und ihnen gelingt es immer wieder, aus zum Beispiel verlassenen Fabrikhallen zurückgelassene Computerruinen, kann man fast sagen, zu retten und zu restaurieren und zu reparieren. Hier in diesem Fall Polyplay, der einzige Spielautomat der DDR, der ein trauriges Bild abgab, aber der tatsächlich wieder funktionstüchtig gemacht worden ist. Ja, sowas passiert auch zum Beispiel mit Software. Es geschieht immer wieder, dass zum Beispiel Spiele, die damals nicht erschienen sind, heute wieder entdeckt werden, dass man Disketten auf Dachböden findet. Zum Beispiel hat man vor einigen Jahren Disketten aus dem Nachlass von Andy Warhol restaurieren können, auslesen können und hat Kunstwerke gefunden, die er in den 80er Jahren an einem Commodore Amiga fabriziert hat. Das braucht manchmal spezielle Hardware, wenn man zum Beispiel so ein Spielmodul nimmt, wie es in den 70er und 80er Jahren üblich war, da braucht man spezielle Hardware, um die Software auszulesen. Warum macht man das? Computerspiele sind sehr spannend. Das erste rein digitale Medium. Es ist noch nicht so alt. Die ersten Computerspiele, die erschienen in den 60er Jahren, die erste Spielkonsole 72. Spiele gelten als Leitmedium, als Kulturgut, sind aber auch ein Spiegelbild des jeweiligen Zeitgeistes. Das heißt, ein Spiel aus den 80er Jahren riecht auch nach 80er Jahre und zeigt, was in den 80er Jahren an Technik möglich war. Denn Computerspiele sind seit jeher Motor der Computertechnik. Die Probleme, anders als zum Beispiel ein Bild oder ein Musikstück oder ein Video, brauchen Computerspiele immer eine technische Umgebung. Sie brauchen die Computerhardware und sie brauchen ein Betriebssystem. Das ist nicht ganz so trivial, weil die Computer nur eine gewisse Lebensdauer haben. Nach 30, 40 Jahren gehen sie in der Regel kaputt und die Simulation, die Emulation, die ist nicht 100% originalgetreu. Hinzu kommt, dass schon eine ganze Reihe von Spieledesignern verschieden sind. Man kann sie heute nicht mehr befragen. Unterlagen, die sind vernichtet. Viele, viele Firmen, die sind schon pleite gegangen und das ganze Wissen, die ganzen Papiere, die sind verloren. Computer lassen sich relativ leicht reparieren. Hier ist ein Beispiel, ein Uhrenakku eines Commodore Amiga, der auszulaufen droht und die ganze Leiterplatte zu zerstören droht. Sowas kann man relativ leicht ersetzen heute. Ein weiteres Problem ist das Schaffen der Kompatibilität dieser alten Geräte mit heutiger Technik. Das ist zum Beispiel eine Spielkonsole aus den 70er Jahren, die gemoddet wurde. Sie wurde um ein USB Netzkabel ersetzt, um sie an heutigen Steckdosen betreiben zu können. Das Gerät aus den USA. Und um eine Antennenbuchse, um sie an Fernseher anzuschließen. Rechts sieht man ein SCART-Kabel, was extra für einen Kleincomputer aus der DDR gelötet worden ist, um ihn bequemer an SCART anzuschließen. Wobei SCART natürlich jetzt auch kein aktueller Standard ist und moderner Fernseher gar keine SCART-Buchse mehr haben. Man kann mit solchen frühen Versionen, die man hin und wieder mal findet, schauen, wie sich ein Spiel entwickelt hat. Hier sieht man zum Beispiel links den allerersten Screenshot von World of Warcraft, der erhalten geblieben ist, auf der Basis noch von Warcraft 3. Interessant ist es auch, zu schauen, wie fiktive Kulturen in Spielen dargestellt ist. Da kann man tatsächlich Archäologe sein und Kulturen und Städte und Gebäude erforschen. In diesem Fall ist es besonders spannend, weil das ein Vorab-Screenshot ist des Spiels. Man kann also gleichzeitig schauen, wie sich diese fiktive Kultur, die hier dargestellt ist, wie sie sich entwickelt hat, bis das Spiel dann tatsächlich erschienen ist.
Archäologe kann man auch spielen in Spielen, die reale Gebäude, wie in diesem Fall das Schloss Versailles, nachbilden. Und man sieht gleichzeitig daran, wie man in den 90er Jahren mit der Technik der 90er Jahre solche Gebäude nachgebildet hat. Man kann auch Spiele erhalten und wiederentdecken, die nie auf den Markt gekommen sind, wie zum Beispiel dieses Star Wars-Spiel, was im Zuge der Übernahme von LucasArts und Lucasfilm durch Disney vor einigen Jahren eingestellt worden ist. Spiele bestehen ja aus Musik und aus Grafiken und es ist relativ leicht, diese Medien herauszulösen und sie unabhängig zu betrachten. Verdient gemacht hat sich unter anderem Christian Zauner, der mehrfach Aussteller auf der Langen Nacht der Computerspiele war. Ihm macht es Freude, die Musik aus alten C64, also aus alten Amiga-Spielen herauszulösen, um sie auf CD zu brennen, die man dann unabhängig vom Spiel sich anhören kann. So ähnlich geht es mit Grafiken. Man kann Screenshots machen, man kann auch Videos herauslösen, man kann vielleicht noch mit den damaligen Designern der Covers reden und vielleicht gibt es noch Entwurfsunterlagen oder Geschichten dazu, wie diese Covers entstanden sind. Gleichzeitig geht es auch darum, Literatur zu sichern, Bücher, Zeitschriften. Rechts sieht man hier das allererste Spielemagazin, die Erstausgabe, Dezember 82, Telematch. Und das ist natürlich spannend, an Originaldokumenten, an zeitgenössischen Büchern und Spielen zu sehen, wie man damals über Spiele gedacht hat und wie man sich die Zukunft vorgestellt hat. Schriftverkehr ist auch ein interessantes Thema, also zum Beispiel Briefe, Memos, Notizen, Verträge, Entwurfsunterlagen von Spielen, die auf Papier damals waren. Es gibt mehrere Sammlungen, die Computerspiele und alles, was dazu gehört, sammeln. Die bekannteste in Deutschland ist das Computerspielemuseum in Berlin, hier mit dem Gründer Andreas Lange. Die Universität Potsdam hat auch eine große Sammlung mit dem Projekt DigaRec. An der Universität Leipzig gibt es auch mehrere tausend Videospiele aus Japan. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von Datenbanken, die Informationen zu Spielen sammeln. Die bekannteste und beste ist MobiGames, die es schon seit über 20 Jahren gibt und wo man Cover sich anschauen kann. Man kann schauen, welche Spiele Electronic Arts herausgegeben hat und kann auch andere interessante Recherchefragen stellen. Das war ein kleiner Einblick. Wen das Thema interessiert, dem kann ich zwei Bücher empfehlen, die man gedruckt kaufen, aber als PDF auch gratis herunterladen kann. Ich habe hier die Links zusammengestellt und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ciao. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Vielen Dank für die vielen verschiedenen Beiträge, die wir bereits jetzt in der ersten Rubrik gehört haben. Und wie ich es vorhin schon angekündigt habe, bitte ich jetzt alle SpeakerInnen, die bei der ersten Rubrik beteiligt waren, mal hier zu mir auf die Bühne. Das geht ganz einfach. Einfach zu mir, ja, das klappt wunderbar, einfach hochkommen und ja, hallo zusammen. Ich hoffe, ich bin zu hören und das funktioniert alles. Ich denke, das klappt auch. Ja, sehr schön. Ganz kurz nochmal der Hinweis, wer bei YouTube zuschaut und eine Frage loswerden möchte, bitte auch einfach dort in den Chat stellen oder auch zu uns hier kommen. Und wer eine Frage hat, einfach hier an die Bühne rantreten, dann kriegen wir das Ganze auch mit. Da kann die auch persönlich gestellt werden. Und ja, wenn es weitere Fragen gibt, einfach fragen. Und ich habe jetzt schon gesehen, dass während wir die erste Rubrik hier laufen hatten, dass wir bereits eine Frage in den Chat bekommen haben. Deswegen würde ich ganz gerne auch damit schon mal starten. Und zwar die Frage, das ist im zweiten Vortrag zum Thema GeoGuessr. Gibt es schon Erfahrungsberichte, inwieweit die Schüler damit zurechtkommen? Also bezieht sich quasi auf so Spiele in der Schule quasi.
Ja, einmal hallo erstmal in die Runde. Soweit ich das bis jetzt überblicken konnte und meine Recherchen sind natürlich jetzt irgendwie in den letzten Monaten sehr intensiv geworden, aber Veröffentlichungen dazu gibt es noch nicht. Das heißt, das wäre etwas, was man auf jeden Fall angehen könnte, was vielleicht auch interessant ist. Soweit ich es festgestellt habe, ist in den USA das noch schon ein bisschen ausgeweiteter, was vielleicht ein bisschen interessanter wäre, sich dann das nochmal anzugucken. In Deutschland auf jeden Fall noch keine Erfahrungsberichte, aber ich denke mal, das wäre das, was man auf jeden Fall für die Zukunft angehen könnte, weil ich es auch sehr interessant fände. Das war jetzt keine richtige Antwort, weil es irgendwie nicht so viel dazu zu sagen gibt, aber genau. Ja, alles klar. Vielen Dank. Ich sehe gerade hier versucht, ist das quasi eine Meldung für eine Frage? Ich sehe das jetzt gerade nicht ganz. Hier unten bewegt sich einiges. Okay, vielleicht nicht. Dann nochmal gleich darauf die Frage, gibt es denn schon Beispiele aus anderen Fächern oder quasi anderen Bereichen für das Edutainment, wie das in der Schule eingesetzt werden könnte von anderen Fachbereichen, Biologie, Chemie oder so? Also jetzt die Frage, inwieweit GeoGuessr in anderen Bereichen eingesetzt oder inwieweit es andere Spiele gibt, die schon eingesetzt worden sind? Andere Spiele für andere Bereiche, ja. Also da gibt es auf jeden Fall schon Verweise. Ich muss vielleicht kurz dazu sagen, ich bin eigentlich eher eine Forscherin in Richtung Machine Learning und arbeite eigentlich eher damit. Und GeoGuessr ist so ein bisschen jetzt mein Privatinteresse geschuldet, dass ich mich da so ein bisschen eingelesen habe und auch diesen Vortrag zusammengestellt habe. Deswegen kann ich leider gerade keine genauen Referenzen geben. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall auch schon Varianten gibt, wo in Schulen auch wieder eher im amerikanischen Bereich Gaming mit reingebracht wurde. Viel auch im Bereich eher Virtual Reality oder Augmented Reality. Also da ist Gaming sehr viel stärker. Also zum Beispiel im Biologiebereich gab es ja die große Debatte, ob Frösche in echt seziert werden müssten oder ob man das nicht irgendwie gamifiziert über ein Virtual oder Augmented Reality machen könnte. Das heißt, sowas ist auf jeden Fall schon aktiv umgesetzt worden. Ja, okay, vielen Dank. Dankeschön. Ich sehe gerade hier eine neue, nächste Frage und zwar, Sekunde. Zum ersten Vortrag an Herrn Biegel und zwar, woher kommt die Diskrepanz zwischen der großen Akzeptanz von Games in der Bevölkerung, besonders Corona-Pandemie und dem schlechten Ruf, dem Games vorauseilt? Also beispielsweise dieses Aggressionspotenzial, was man so in den Medien immer hört, denke ich, ist das die Frage, ja. Hallo erstmal in die Runde. Vielen herzlichen Dank für die tolle Gelegenheit hier und bevor ich auf die Frage eingehe, auch mal ein herzliches Dankeschön an die Studis, die diese ganz fantastische Umgebung hier zusammengebastelt haben. Und ich glaube, das beantwortet eigentlich indirekt auch schon ein bisschen Ihre Frage. Mittlerweile haben wir ja tatsächlich den Altersdurchschnitt schon relativ gut angehoben, was vielleicht auch daran liegt, dass die Gamerinnen und Gamer der ersten Stunde, wir haben ja hier auch ein paar solche Gamerinnen und Gamer unter uns, René ist ja auch einer der ersten Stunde, der jetzt auch mittlerweile ein bisschen älter wird, dass sozusagen die aus der ersten Stunde jetzt sozusagen mit diesen Altersdurchschnitt heben und sozusagen es immer weniger ältere Menschen gibt, die Vorbehalte gegenüber diesem Medium haben. Und diese Vorbehalte kommen natürlich auch zustande, da Games früher ein neues Medium waren, was sie heute ja schon lange nicht mehr sind. Und dass man da vielleicht auch ziemlich skeptisch von außen zugeschaut hat, was denn da so passiert. Und das ist heute mittlerweile nicht mehr so. Das hat jetzt auch, glaube ich, gar nicht so viel mit der Corona-Pandemie zu tun, sondern auch durch das Auseinandersetzen mit digitalen Medien im Allgemeinen oder mit digitalen Technologien schwindet ja auch sozusagen ein bisschen diese Vorbehalte gegenüber dieser Technik oder gegenüber dem Spielen. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen auch der möglicherweise ein Grund mit verankert. Ja, es wird auf jeden Fall spannend sein, wie sich das alles dann entwickeln wird. In der ich sehe gerade, haben wir eine Fragemeldung? Podium? Ja, hallo, wir hören was. Ja, hallo. Bei der lieben Gruß und vielen Dank für die Möglichkeit, hier mich einbringen zu können. Das ist ja eine tolle Sache. Fällt mir sehr gut.
Die Frage ist, also wenn wir vor allem ja, Wissenschaft beziehungsweise Lehre und Ähnliches mit Videospielen zusammenbringen, ist ja meiner Meinung nach jetzt eher weniger der schlechte Ruf von dem Medium. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile, wie jetzt gerade schon gesagt wurde, schon ein bisschen drüber hinweg. Ich glaube, die breite Akzeptanz ist jetzt über Nische hinaus. Was ich aber immer noch persönlich hinterfrage oder subjektiv hinterfrage, ist die Tatsache, ob denn das Medium an sich, also Videospiele, von der Kernbasis, also den Videospielern, gesehen wird als eine Möglichkeit, auch fernab von Unterhaltung, also zu Hause daddeln oder halt zocken gegen andere, gesehen zu werden, sondern eher, sage ich mal, auch im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der, der Lehre angewandt zu werden. Ich glaube, da sind immer noch ein bisschen Barrieren, weil man immer noch Videospiele als eben das sieht, was sie halt ursprünglich waren, also quasi ein Unterhaltungsmedium. Und die Akzeptanz, dass man darüber etwas lernen kann oder dass man da irgendwie, sag ich mal, sich fortbilden kann oder ähnliches, immer noch nicht da ist, weil das sind zwei verschiedene, meiner Meinung nach immer noch zwei eher getrennte Dinge. Also wie sehen Sie das? Da würde ich auch noch mal kurz drauf eingehen wollen. Das sind schon getrennte Dinge, die aber miteinander auch zu tun haben. Ich glaube, wenn man sich allein diese Gathertown-Umgebung mal angucken kann, dann sehen wir ja, was alles mit den dahinterliegenden Technologien eigentlich möglich ist. So. Und ich gehe mal davon aus, dass die Studierenden, die sich das in den letzten Monaten sozusagen erschaffen haben und ausgedacht haben, dass ein Großteil von den Studierenden auch nicht vorher mit Technologien wie Datenbanken, Typo 3, Grafikformate und so weiter in Kontakt gekommen sind, ohne da jemanden jetzt nahe treten zu wollen. Aber ich glaube schon, dass man, wenn man erkennt, welches Potenzial man mit Games oder Games-Technologien umsetzen kann, Gamification als Beispiel, dass man spielerische Prozesse implementieren kann, die ein jeder heute im täglichen Leben sieht. Denkt man nur ans Autofahren, wenn da irgendeine Blume im Display aufploppt, dass man gerade umweltschonend fährt oder ziemlich umweltbelastend unterwegs ist. Oder an die Fitnessuhren, die natürlich auch motivierende, kleine, spielerische Elemente einbauen. Und da hat natürlich vielleicht auch die Corona-Pandemie jetzt auch dafür gesorgt, dass sich auch vermehrt didaktisch und professionell damit auseinandergesetzt wird. Und ich glaube schon, dass die Gamer, die nicht nur zum Datteln unterwegs sind, sondern irgendwann mal dahinter gestiegen sind durch das Beschäftigen mit dem Medium oder mit den digitalen Möglichkeiten. Da fängt man ja relativ schnell an, zu modden, zu programmieren, Dinge umzusetzen und seine eigene Lebenswelt dort mit einzubringen. Mhm. Und ich glaube schon, dass sich diese getrennten Welten mittlerweile schon gut am Annähern sind. Okay. Dankeschön. Ansonsten auch ein spannendes Themengebiet auf jeden Fall die Thematik mit der Archäologie von Videospielen, was wir auch in dem Vortrag gesehen haben. Da mal eine Frage zu, gibt es da auch so Bereiche, so nach dem Motto, wer lehrt historisches Spielen? Weil wird das Ganze auch so dokumentiert, dass man auch zukünftig dieses Wissen darüber, wie man dann die Spiele auch spielen kann oder was da die Auslöser waren dafür, dass man das auch zukünftig weiteren Generationen ja weitergeben kann? Ja, in ganz vielen Studiengängen, Museologie, den es an der HTWK Leipzig gibt, ist natürlich ein schönes Beispiel. Aber zum Beispiel an der Humboldt-Universität Berlin, da wird Medienstudenten zum Beispiel gelehrt, wie man diese alten Heimcomputer aus den 80er Jahren mit der fürchterlichen Assemblersprache heute noch programmieren kann. Also da gibt es richtig Kurse. Es gibt also vielfältige Möglichkeiten, Computerspiele einzubringen. Also zum Beispiel auch neuere Geschichte. Es gibt zum Beispiel an der Universität Siegen eine Professorin, die hat sich zum Beispiel mit Computerspielen in der DDR beschäftigt. Also es gibt da ganz, ganz viele Studiengänge. Jetzt ist kurz entweder die Verbindung weg oder das. Ja, scheinbar ist das der Fall. Okay, dann hoffen wir mal, dass das dann bald gleich wieder funktioniert. Ja, dann gut, okay. Ansonsten, ich habe es gerade noch gesehen, wir haben noch eine Frage gehabt aus dem Chat, die würde ich gerne noch loswerden, bevor wir die Runde beenden. Was für ein Wissen wird hier erzeugt? Ich denke an Learning from Las Vegas, in der es um das Sehen bzw. Blicke von der Straße geht. Street View erzeugt ja fast nur Straßenbilder, also eine Form von Straßenwissen.
Ja, dazu die Frage. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was mich in meinen Untersuchungen auch irgendwie sehr beschäftigt hat. Was wird da genau produziert? Weil es ja nicht irgendwie die klare Intention von den Spielemachern gibt, eine ganz spezifische Form des Wissens zu produzieren, sondern deswegen habe ich es Potenzial in den Bildern genannt, weil irgendwie versucht wird, aus den Bildern mehr rauszuziehen. Und ich hatte ja jetzt von der Reddit-Community die Beispiele mit den Stoppschildern. Das sind so Dinge, die implizit irgendwie mit aufgenommen wurden. Und ja, klar, es geht um Bilder, die die Straßen oder die Architekturen oder das Straßennetz irgendwie betreffen, weil natürlich Google Street Autos da durchfahren müssen. Das heißt, alles, was irgendwie nicht befahrbar ist, kann schlecht aufgenommen werden. Das heißt, diese Datafizierung hat auf jeden Fall irgendwo Grenzen. Aber es geht halt nicht um ein sehr, sehr spezielles, wie jetzt, ich habe es gerade mal gegoogelt, dieses Learning from Las Vegas, da ging es ja sehr stark um Architektur. Und das ist auch immer noch ein Teil, der bei Google Street View mit rausgenommen wird. Also es gibt da auch Projekte, der jetzt nicht bei GeoGuessr, sondern irgendwie extern, aber auch sowas wie Kunst, also zufällig aufgenommene Kunst wird ja zusammengestellt im Internet. Das heißt, es gibt sehr viel, was potenziell rausgezogen werden kann an Wissen oder an zusammengestellten Dingen. Aber bei GeoGuessr ist es jetzt nicht irgendwie das Spezielle. Genau, aber ich habe ja auch angeführt, es gibt irgendwie sehr, sehr viel, was potenziell aufgenommen werden kann. Deswegen denke ich, dass da mehr drin ist als reine Straßenaufnahmen in dem Material. Okay, alles klar, vielen Dank. So, dann haben wir gerade hier schon mitbekommen von René Meyer, dass die Verbindung manchmal Probleme macht. Wir sind jetzt auch schon über die Zeit unserer Podiumsdiskussion hinüber. Wir haben natürlich viel erzählt, trotzdem kamen nicht alle dran. Bei diesen Fällen würde ich einfach bitten, weitere Fragen, wenn es sie noch gibt, dann persönlich in einer von unseren Talkzonen zu beantworten. Das heißt, dass man sich da nochmal zusammenfindet, um gemeinsam sich auszutauschen, weil wir nämlich jetzt hier auf der großen Bühne erstmal weitermachen mit der nächsten Rubrik. Deswegen würde ich Sie alle bitten, die jetzt hier oben mit sind, wieder mit Platz zu nehmen oder in die Talkzonen zu gehen. Und sich da noch zu vernetzen, wer gerne möchte. Beispielsweise Talkzone 1 kann man sich ja jetzt kurz nochmal sammeln, um dort weitere Fragen zu beantworten. Ja, gut. In diesem Sinne sage ich dann erstmal bis später und wir kümmern uns jetzt um die nächste Rubrik, die jetzt folgt. Und zwar lautet unsere zweite Rubrik Popkulturelle Bezüge zu, in und Games. Und zwar werden wir als allererstes einen Vortrag hören von Dr. Sebastian Stoppe, der sich heute leider entschuldigen lässt. Trotzdem haben wir seinen Beitrag natürlich. Spiele als Parallelwelten in den Filmen Wreck-It Ralph und Ralph Breaks the Internet. Als zweites haben wir dann den Vortrag von Dr. Thomas Havranke. Freecam zur Abtrennung der Kamera von Spielenden. Und er zeigt uns, wie sich die Sicht der Kamera aufs Gaming verändern wird. Dritter Vortrag von Kerim Dokuel, glänzende Zukünfte. Da sind wir auch sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Und zuletzt in der Rubrik haben wir die Mehrdeutigkeit bei utopischen Extended Reality Games, ein Vortrag von Dr. Wolfgang Höhl. Ja, in diesem Sinne freuen wir uns auf die zweite Rubrik und ich wünsche viel Spaß und sage bis später. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Wreck-It, Break It, Spiele als Parallelwelten in den Filmen Wreck-It Ralph und Ralph Breaks the Internet. Ich bin Sebastian Stoppe, ich bin Medienwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universitätsbibliothek Leipzig. Thema meines Vortrags sind eben diese beiden Filme, produziert von Walt Disney in den Jahren 2012 und 2018, die in der Welt der Arcade-Spiele stattfinden. Arcade-Videospiele waren ja seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts mit die ersten Manifestationen von Videospielen, die man noch nicht zu Hause gespielt hat, sondern gegen Geld in sogenannten Arcades, in Spielhallen also. Und so beginnt dann auch der Film Wreck-It Ralph, wenig überraschend, mit so einer heute etwas aus der Zeit gefallenen Spielhalle. Hauptfiguren des Films sind aber nicht die SpielerInnen selbst, sondern die Spielfiguren der Arcade-Spiele. Die Titelfigur namens Ralph ist der Antagonist in dem fiktiven Spiel Fix-It Felix Jr. Ralph zerstört im Spiel ein Wohnhaus, woraufhin die SpielerInnen den Protagonisten Felix steuern, der das Haus wieder repariert. Ziel ist es, schneller das Haus zu reparieren, als Ralph es zerstören kann. Also ein klassisches Arcade-Spiel eben.
Das Interessante an beiden Filmen ist, dass hier ein Perspektivwechsel vorgenommen wird, und zwar in die Arcade-Automaten hinein. Unsere Welt ist also das draußen, während in den Automaten die Spielfiguren außerhalb der Öffnungszeiten der Spielhalle durchaus ein Eigenleben führen. Ihre berufliche Tätigkeit ist sozusagen das, was die SpielerInnen von außen in Aktionen vorgeben, das, was man spielen kann. Und abgesehen davon können sich die Charaktere frei bewegen. Zentraler Treffpunkt ist zum Beispiel der Steckdosenverteiler, an dem alle Automaten angeschlossen sind. Im Film verwandelt sich dieser in eine Art Bahnhof, was hier ja auch entsprechend so dargestellt ist. Und insofern ist die Arcade-Welt eine abgeschlossene Gesellschaft mit einem klaren Selbstbild. Es gibt gute Figuren, die Protagonisten der jeweiligen Spiele, die zugleich diejenigen sind, die wir steuern, und deren Antagonisten, die bösen Figuren. Hier zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe zu sehen. Diese Figuren sind natürlich nicht von Natur aus böse, sondern sie haben schlicht die entsprechende Funktion innerhalb dieser Gesellschaft, womit sie unzufrieden sind, insbesondere Ralf. Er möchte gemocht werden, sowohl von den anderen Spielfiguren als auch von den SpielerInnen, also von uns in der Außenwelt. Die zweite Hauptfigur ist ebenfalls eine Außenseiterin in der Arcade-Welt. Vanellope ist eine Spielfigur im Kartrennen Sugar Rush, leidet aber, wie hier zu sehen, am sogenannten Glitch. Ihr Programmcode ist nicht sauber programmiert, sie leidet an Darstellungsfehlern, sie kann sich bisweilen unkontrolliert teleportieren im Spiel, was beides nicht gewünscht ist von den SpielerInnen und weshalb sie bei der Auswahl der Spielfiguren gemieden wird. Und auch in der Arcade-Welt wird sie ausgegrenzt. Wreck-It Ralph ist somit eine Hommage an die frühe Zeit der Videospiele, die sich dadurch auszeichnet, dass es hier zahllose Anspielungen an frühere Videospiele gibt, wie Pac-Man oder Q-Bert, und auch diese Charaktere kurz im Film auftreten. Und gleichzeitig spiegelt diese Welt aber eine Gesellschaft wieder, die von festen Role Models und von Ausgrenzung geprägt ist und deren starre Struktur durch die beiden Hauptfiguren aufgelöst wird. Übrigens, eine weitere Referenz in dieser Szene zu sehen ist der Konami-Code als Zugangsschlüssel zum Programmcode des Spiels. Im Sequel Ralph Breaks the Internet ändert sich dann die Abgeschiedenheit der Arcade-Welt dadurch, dass an die bekannte Steckdosenleiste ein Wi-Fi-Router angeschlossen wird. Damit wird der Übergang von den Offline-Spielen der Arcade hin zur Online-Spielewelt markiert. Die Hauptfiguren betreten verbotenerweise den Wi-Fi-Router und werden von ihm über die Funkschnittstelle und die Datenleitung in das Internet befördert. Visuell wird dies im Film dadurch erreicht, indem beide Charaktere in einer Art Blase unterwegs sind, also buchstäblich als Datenpaket. Das Internet zeigt sich im Film als eine Art Wolkenstadt. Die Hochhäuser in dieser Stadt sind die einzelnen Websites. Es ist eine Welt, die von Marken und von Konsum nur so strotzt, wo alles zu finden ist, wo ganz viele Avatare unterwegs sind. eBay zum Beispiel wird im Film visualisiert als eine Art riesiges Kaufhaus mit einzelnen Auktionärsständen, sortiert nach verschiedenen Genres oder nach verschiedenen Sachen, die man kaufen kann. Instagram hingegen ist eine futuristische, kühle, schier endlose Kunstgalerie, in der wir als Avatare uns die Fotos anschauen können. Die Filmemacher treten aber auch in einigen Sequenzen kurz aus dieser virtuellen Welt heraus und zeigen unsere Realität, zum Beispiel eine junge Frau im Café, am Notebook, die eine Internetsuche tätigt, und gleichzeitig wird dann wieder zurückgeschnitten auf die virtuelle Welt, wo ihr Avatar an einem Suchkiosk im Internet zu sehen ist, wo sie dann einem Bibliothekar quasi ihre Anfrage übermittelt und der sie an die richtige Webseite geleitet. Interessant ist, dass alle Spielecharaktere, alle Bots, also die tatsächlich rein virtuellen Entitäten, die im Internet zu finden sind, sich hier frei bewegen können und unsere Avatare, die eine Entsprechung in der realen Welt haben, eher mit roboterhaften Eigenschaften dargestellt werden. Die Bots präsentieren übrigens unentwegt Werbebanner, die Ralf beispielsweise in das dunkle Internet führen, indem man etwa Virenpakete käuflich erwerben kann. Was die Bots aber zum Beispiel auch versprechen, ist, dass man mit Videos im Internet Geld verdienen kann. Und Ralf probiert dieses neue Feature auch sogleich aus. Auf einer YouTube-ähnlichen Plattform namens BuzzTube erstellt Ralf Meme-Videos. Diese Website wird als riesige Bühnenarena visualisiert. Vor deren Bühnen mit den einzelnen Videos stehen die Avatare von uns, die ihre Likes auf die Bühne werfen, in Form von Herzen, die dann eingesaugt werden. Und diese Likes werden dann wiederum
monetarisiert. Als Ralf jedoch versehentlich den Kommentarraum betritt, sieht er hier leider auch ungefiltert die ganzen Hassbotschaften der Avatare. Dieser Raum hat meterhohe Bildschirme und die Hassbotschaften und die Kommentare fließen hier in einem schier endlosen Strom. Währenddessen Ralf hier Meme-Videos erstellt, entdeckt Vanellope ein Online-Kartrennen namens Slaughter Race. War ihr eigenes Arcade-Spiel eine begrenzte Welt, so ist diese hier offen und weit. Es ist eine schier unendliche Welt und damit eine filmische Analogie zu einem Open-World-Game. Beide Filme haben also eine durchaus kritische Botschaft. Im ersten Film liegt der Fokus auf einer geschlossenen Utopiewelt, der Arcade-Automaten. Die Gesellschaft ist geordnet, alle haben ihre zugewiesenen Rollen, was aber auch soziale Ausgrenzung zum Effekt hat. Im zweiten Film erreichen die Filmemacher eine Visualisierung der virtuellen Welt. Das Internet ist eine markendominierte, erweiterte Realität, wo nicht nur die Computerspielfiguren zu Hause sind, sondern auch wir als Avatare. Die Filme zeigen also, dass die virtuelle Welt der Spiele und des Internets durchaus als Spiegel unserer Gesellschaft aufzufassen ist. Damit bin ich schon am Ende meines Vortrags. Vielen Dank. Mit dem Erscheinen des Videospiels Quake im Jahr 1996 kreiert die Spielergruppe United Ranger Films Diary of a Camper, ein Film, der vollständig im Spielraum des Computerspiels produziert wurde. Die Gruppe veränderte durch die Manipulation der Programmdaten die Kameraperspektive und die räumliche Position. Was im Film zu sehen ist, ist aus einer Third-Person-Perspektive gedreht, nicht aus der Sicht eines anderen Spielers, sondern aus einer unabhängigen Beobachterperspektive, in deren Blickfeld die anderen Spielerinnen koordiniert agieren. Die dargestellte Performance der Spielerinnen ist einer typischen Multiplayer-Gameplay-Situation in Quake nachempfunden. Aus narrativer Sicht sind die Handlungen innerhalb des Films chronologisch strukturiert. Auf einer Aufklärungsmission wird eines der Teammitglieder von einem Scharfschützen, dem Camper, getötet. Die anderen Spieler sinnen auf Rache, töten den Scharfschützen und enthüllen dessen Identität als John Romero, einen der Designer von Quake. Die Erstellung des Films innerhalb der Spielumgebung wird dadurch ermöglicht, dass Quake als Software modifizierbar und somit im Sinne technologischer Aneignungsprozesse veränderbar ist. United Ranger Films befreien die Kamera durch ihren Eingriff vom Avatar und emanzipieren sich mit dieser Abtrennung vom designten Gameplay. Das utopische Potenzial solcher Eingriffe besteht darin, dass durch die spielerseitige Aneignung neue narrative Räume entstehen und durch den Perspektivenwechsel alternative Blickwinkel auf die Spielwelt eingenommen werden können. In der Abtrennung der Kamera vom Spieler steckt das Potenzial, von der immersiven Wahrnehmung des Spielraums ein Stück weiter zurückzutreten und die Elemente der Spielwelt unabhängig von der Avatar-Position zu untersuchen. Der Begriff Avatar wird nach Rune Klevia oftmals sowohl als spielbarer Charakter als auch als virtuelle Persona benutzt, wobei beide Bezeichnungen unscharf sind. Der Avatar ist nicht nur ein simulierter und fiktionaler Körper im Spiel, sondern gleichzeitig auch das Werkzeug, mit dessen Hilfe die Spielerin durch den Spielraum navigiert und somit diesen wahrnimmt. Dieses Weltwahrnehmen, so Klevia, ist ein prothetisches Bewegungswahrnehmen, welches durch die Kopplung von Spielkamera und Körper geschieht. Der Wahrnehmungsapparat wandert im Moment des Spielens in die Hände und Fingerspitzen, die das Spieleinterface bedienen und somit den Kamerakörper in der Spielwelt manipulieren. Nachdem die Kontrolle des Avatars und die Navigation internalisiert wurden, verschwindet das Interface und die Körperwahrnehmung wird in dem Bildschirm relokalisiert. Klevia unterscheidet zwischen dem Kamerakörper der First-Person-Perspektive im dreidimensionalen Raum und der sogenannten Marionette bei zweidimensionalen Spielen. Beides sind Prosthetic Proxy Embodiments, wobei die prothetische Bewegungswahrnehmung durch die virtuelle 3D-Kamera im Sinne der eigenen Körperwahrnehmung diese im Bildschirmraum verankert. Der Bildschirm, so Klevia, wird als wahrnehmendes Organ inkorporiert. So unterscheidet sich die Wahrnehmung im Computerspiel von einer mentalen Projektion wie beispielsweise im Kinosaal. Die Körperwahrnehmung ist tatsächlich im Bildschirmraum. Der prothetische Avatar fungiert sowohl als Körpererweiterung, die in den Bildschirmraum reinreicht, als auch als Stellvertreter für den Spielkörper als Objekt im externen Raum, also im Screenspace. In der Videosequenz sehen wir das First-Person-Template der aktuellen Unreal Engine. Mit der Betätigung der Steuerungstasten auf dem Spielinterface werden Animationen und Bewegungsskripte prozessiert.
Kamera, Knochen, Kollisionsgeometrien, die Arme und Waffen als tatsächlich wahrnehmbarer Körper im Raum, sie alle gehören zum Spielerinnenrig, werden durch Skripte verbunden und sind gekoppelt an eine Vielzahl von Sub-Engines, wie beispielsweise die Animation oder Physic Engine. In filmischen Zwischensequenzen wird die Kontrolle über die Kamera und das Rig an die Spiele-Engine temporär abgegeben. Diese vollzieht die zuvor animierte Kamerabewegung mit der Kamera des Spielerinnen-Rig, schaltet bei Bedarf das Skelett und die Körpergeometrien ab und gibt die Kontrolle nach der filmischen Sequenz wieder an die Spielerin zurück. Der temporäre Kontrollverlust wird nach Alexander Galloway als Diegetic Machine Act bzw. Ambience Act bezeichnet und skizziert einen Moment, in dem das Gameplay unterbrochen wird und die Spielerin an dem maschinellen Prozessieren von Code passiv teilnimmt. Clevia merkt an, dass der temporäre Kontrollverlust die Effekte des Avatar Embodiment nicht stört, sondern vielmehr das Gefühl von Bewegtwerden vermitteln. Die Verbindung zur Prothese bleibt bestehen. Die Praxis des In-Game-Movie-Makings, ausgelöst durch das, was United Ranger Films mit Diary of a Camper produziert hat, ist sowohl auf Ebene von Clevias Proxy-Embodiment als auch auf der Ebene des reinen Zuschauens im Sinne des Ambience-Acts etwas Besonderes. Im Folgenden schauen wir am Beispiel des Rockstar-Editors, wie die Industrie sich die Kamera-Spielerin-Rig-Entkopplung aneignet. Im Jahr 2013 wurde die Möglichkeit, Filme direkt im Spiel aufzunehmen, über Zeitleisten-Funktionalität zu bearbeiten und mit der Spielerinnengemeinschaft zu teilen, im Computerspiel Grand Theft Auto V implementiert und kommerzialisiert. Beim Spielen von GTA V drückt die Benutzerin eine Taste, um ihre Ingame-Aktionen aufzuzeichnen. Nach der Aufnahme pausieren sie das Spiel und betreten über das Pausemenü den Rockstar Editor. Beim Aufruf des Rockstar Editors kann die Benutzerin aufgezeichnete Clips aus einem Dateimenü in eine Zeitleiste laden. Durch die Auswahl eines Clips können dessen Eigenschaften wie Blickwinkel, Brennweite oder die Position der Kamera im Spielraum geändert werden. Die Benutzerin kann Kamerabewegungen durch Keyframing erzeugen oder Posteffekte auf die Kamera anwenden. Alles, was innerhalb des Editors gemacht werden kann, basiert auf der zuvor aufgezeichneten Handlung. Die Überarbeitung der Kameraeigenschaften innerhalb des Editors hat jedoch ihre Grenzen. Die Neupositionierung der Kamera ist zum Beispiel an einen bestimmten Bereich um die aufgezeichnete Spielaktion gebunden. Man kann den Bereich außerhalb von diesem Radius nicht mit der Kamera betreten. Doch man kann die Restriktion der Kamera aufheben, indem das ASI-Plugin Open Camera über eine externe Software geladen wird. Ist das Plugin installiert, so kann die Kamera an jedem Punkt der Spielwelt bewegt werden. Das Spielerinnen-Rig bleibt an der Originalposition, sodass weit entfernte Teile der Welt lediglich als Proxy generiert werden. Für den filmischen Moment bedeutet die Auflösung von Kamera und Spielerin eine Fülle an neuen Blickwinkeln sowie die Fokussierung auf Teile des Spiels, in denen Handlungen von der Game Engine produziert werden, die jedoch zuvor nicht im Fokus standen. Zudem lässt sich durch die neu gewonnene Freiheit die Spielwelt aus einer Mischperspektive zwischen Spielerin und Designerin untersuchen und erkunden. Die Erstellung von Filmen im Computerspiel wird als Machinima-Making bezeichnet. James Lowood definiert Machinimas wie folgt. The word machinima was derived from machine cinema. A more apt derivation might be machine animation. It means making animated movies in real time with the software that is used to develop and play computer games. Der Moment der Entkopplung von Kamera und Spielerinnen-Rig in Diary of a Camper leitet historisch die Praxis des In-Game-Movie-Making ein. Diese ist eine spezielle Form des Filmemachens, in der wir uns zwar vom Spielerinnen-Rig abkoppeln, diese Abkopplung jedoch nur bedingt Auswirkungen auf das von Clevia beschriebene Proxy-Embodiment hat. Innerhalb der Abkopplung folgt die Logik der Kamerasteuerung formal den Eingabemustern der Kontrolle des Avatars. Das bereits internalisierte Wissen um die Steuerung und Navigation im Spiel kann nach der Entkopplung von Marionette und Kamera auf Letzteres nahtlos angewendet werden. Zudem merkt Clevia an, dass in der First-Person-Perspektive die Steuerung des Kamerakörpers weniger ein Gehen als ein Gleiten durch die Umgebung ist, welches am ehesten mit der Bewegung der Steadicam im Film zu vergleichen ist. Und schließlich bleiben wir nach der Auftrennung von Kamera und Spielerinnen-Rig als tatsächlicher Kamerakörper in der Welt und folgen weiterhin den Regeln der Spielökologie. Indem wir unsere Rolle wechseln und vom Spielen zum Filmemachen übergehen, bleibt die Verbindung zwischen unserem Körper und dem Bildschirmraum bestehen. Es ist also der Terminologie Clevias folgend ein Embodied Proxy Movie Making, ein Filmemachen, welches die Körperwahrnehmung in dem Spielraum verankert und somit die materielle Grenze zwischen vor und hinter dem Bildschirm überwindet.
Durch die Loslösung der Kamera von dem Spielecharakter stehen uns nun eine scheinbar unendliche Anzahl an Blickwinkeln auf die Welt zur Verfügung, die durch das Open Camera Plugin nicht mehr auf einen vordefinierten Aktionsradius um die Spielfigur beschränkt sind. Wir nehmen auf, betreten den Rockstar Editor, laden unsere Aufnahmen und bewegen uns frei durch die Spielwelt. Wenn wir Handlungen wahrnehmen, so können wir diese im Sichtfeld der Kamera rahmen. Wir folgen somit im Sinne Galloways Ambience Act dem Prozessieren der Maschine, die diese Situation hervorbringt. Da wir jedoch die freie Kontrolle der Kamera haben, wählen wir aktiv den Ausschnitt, mit dem wir die live prozessierende Welt wahrnehmen. Der verkörperte filmische Moment fängt dann den Ambience Act ein, der wiederum durch die Wahl der Perspektive im Gegensatz zu Galloways Ambience Act bedeutsam wird. Das Hervorbringen von Bedeutung durch die Kamerabewegung verändert den Ambience Act, denn das, was die Kamera nun fokussiert, ist nicht mehr der designte narrative Raum des Spiels, sondern ein angrenzender Möglichkeitsraum, der nach Mark Butler in Computerspielen gleichzeitig existiert. Er schreibt: Computerspiele transportieren mit ihrer Aktualität neben der jeweils verwirklichten Computerspielwelt immer auch eine Potenzialität noch unverwirklichter Spielideen, die auf der Grundlage ihres Programmgerüsts, der sogenannten Game Engine, realisiert werden können. Durch die Abtrennung der Kamera vom Spielerinnenrig werden diese unverwirklichten Narrationen der Spielwelt sichtbar. Das Embodied Proxy Movie Making situiert das Filmen und die Körperwahrnehmung der Spielerin im Spielraum, die sodann tatsächlich mit der Ingame-Kamera als Teil des externen Raums operiert. Was will der Kristall? Kristalle wollen eingesammelt werden. Zweimal die gleiche Antwort, egal ob man StrahlerInnen oder ComputerspielerInnen fragt. Warum ist das so und woher diese Allianz zwischen alpinen MineralsucherInnen und Spielenden? Zunächst hinter ihr glitzern und glänzen, ihre Transparenz, ihre strenge geometrische Form mit harten Kanten und glatten Oberflächen. Obwohl sie in der Natur wachsen, strahlen sie die Qualitäten eines Kulturproduktes aus. Ihre Seltenheit und Schönheit macht sie wertvoll und begehrenswert. Kristall sehen, Kristall nehmen. Und dann? Eine Aufzählung anzufangen, wann man Kristalle in Spielen sammelt und wo man sie findet, wird zu einer nie enden wollenden Aufgabe. Es werden immer nur mehr. Teils sind sie ikonische Marker langjähriger Franchise, die trotz oder wegen ihrer vergleichsweise simplen geometrischen Grundform großen Wiedererkennungswert haben. Sie werden Teil der Regelwerke der Spiele, häufig als Collectible und Sammelgegenstand, als Währung oder teure Handelsware. Oft sind sie magische Gegenstände, die sowohl über innerdiegetische Kräfte verfügen, wie zum Beispiel als Ressource beim Crafting magischer Objekte oder beim Wirken von Zaubern, oder sie sind Scharniere, welche die Diegese mit dem Interface verbinden, zum Beispiel als Speicherkristall-Cursor oder Stimmungsindikator. Die Rolle der Kristalle bei dem Übergang zwischen dem, was auf dem Bildschirm und dem, was davor passiert, interessiert mich besonders. Wie kann man sich dieser Sonderstellung nähern? Kristalle sind mehr als nur Symbol in Computerspielen. Sie sind Teil der Maschinen, die diese Kristallbilder errechnen. Man findet sie vor allem in Form von Halbleiterkristallen zusammen mit weiteren Edelmetallen auf den Leiterplatten oder in Komponenten der Computerbauteile. Manchmal sind sie auch Teil des Ausgabemediums, wie im Fall von LCDs, Liquid Crystal Displays, also Flüssigkristallbildschirmen. Computerspielkristalle sind nicht nur digitale Objekte, sondern auch Teil ihrer eigenen Hervorbringung. Wegen ihrer streng geometrischen, aber dennoch natürlich gewachsener Form gelten Kristalle als natürliche Symbole der Mathematik, die gleichsam materielle Evidenz für einen Geist der Natur darstellten. Als solche mathematischen Objekte boten sich Kristalle deshalb vor allem in frühen 3D-Computerspielen als einfach zu rendernde Objekte an, die mit vergleichsweise geringer zusätzlicher Rechenleistung darzustellen waren, gegebenenfalls nicht einmal extra texturiert werden mussten und dennoch mittels Glanz, Glitzer und Partikeleffekten das digitale Bild anreicherten sowie Tiefeneffekte erzeugten. Im Prinzip sind alle polygonalen Grafikdarstellungen mathematische Ausformungen. Diese Verbundenheit zwischen der mathematischen Grundform des Kristalls und dessen digitaler Modellierung findet sich auch in den Drahtgittermodellen aller polygonal modellierten 3D-Objekte. Kristalle scheinen wie gemacht für digitale Welten. Aber noch einmal einen Schritt zurück. Um digitale Objekte adäquat denken zu können, muss man ihre drei verschiedenen Ebenen unterscheiden, um die Ebenen anschließend in Relation zueinander zu setzen. Wir denken sie dafür in folgenden drei Stufen: als Physical Objects, Logical Objects und Conceptual Objects, also physisch, logisch, konzeptuell. Physisch in dem Sinn, dass es sich um Zeichen auf einem Trägermedium handelt, wie zum Beispiel magnetische Flussumkehr, die auf Magnetbändern aufgezeichnet ist. Logisch in dem Sinne, dass Daten von einer Softwareanwendung erkannt und interpretiert bzw. prozessiert werden.
konzeptuell in dem Sinne des Objektes, mit dem wir uns in der realen Welt auseinandersetzen, so wie digitale Bilder vor uns auf einem Bildschirm erscheinen. Für unsere Kristalle bieten sich zwei der drei Ebenen besonders an, dem Kristall als konzeptuellem und als physischem Objekt. In gewisser Weise realisiert sich hier bereits die Mythologie des Kristalls auf den verschiedenen Ebenen, dem Ewigwährenden als utopisches Moment. Die Utopie liegt hier in der Mythologie, dem sich immer Gleichbleibenden, das der Kristall in seiner Struktur verkörpert. Auf der atomaren Ebene verkörpert sich der Kristall selbst, weil er im Wachsen seine Kristallstruktur hervorbringt, er also unabhängig seiner Skala sich in seiner Form identisch bleibt. In der Erscheinung als digitalem, konzeptuellem Objekt handelt es sich um eine Übertragung. Das, was auf der semantischen Ebene bedeutet wird, wird durch das physische Objekt ermöglicht, das seinerseits kristalliner Struktur ist. In diesem Falle der Hardware und Silizium, welches der physikalische Träger der Codes ist. Gerade Chiphersteller sind auf das Silizium als Monokristall angewiesen. So bauen sie als maßgeblicher Teil der Computerindustrie buchstäblich auf Kristallen auf. Betrachtet man diese beiden Ebenen des Kristalls in der Elektronik, wird es paradox. Als zentrales Symbol der Romantik und später des Expressionismus ist der Kristall eng mit der Geschichte des Alpinismus verwoben, die ihrerseits vor allem mit dessen optischer Eigenschaft der Transparenz mitsamt all der dazugehörigen optischen Effekte verknüpft ist. Der Bergkristall oder Kristallberg ist dabei ein zentrales Motiv erhabener Naturerfahrung. Seine Ersteigung bringt einen näher an den Glanz des Himmels und das Glitzern der Sterne, die sich im Kristall spiegeln. Dabei verkörpert und symbolisiert der materielle Gegenstand Immaterialität und Transzendenz. In dieser religiösen und kunsthistorischen Tradition ist der Kristall ein utopisches Versprechen. Die Kultur-Natur-Differenz wird im Computerspiel jedoch nur als Zeichen eingelöst. Digitale Bergmassive kennen keine materielle Differenz. Sie waren immer schon Architektur, handgemachtes Leveldesign. Diese Gärten in der Maschine sind so gestaltet, dass sie regelmäßig Momente des technologisch Erhabenen provozieren sollen, denen ich nicht folgen kann und will. Es gibt einen dystopischen Subtext hinter dem utopischen Topos des Gartens in der Maschine. Hyperfictions verkörpern ähnliche Hoffnungen und Ängste, wie sie der Telegraph vor 150 Jahren beschwor. Sowohl als Enlarged Intimate Supplement to the Reader's Memory, als auch als Obscure Geography to be Explored. If it succeeds, the textual pleasure machine could be said to have escaped even from simulation and become an emulation, a supplement as dangerous as they come. In Form der Interaktivität wird zwar der Garten in der Maschine nonverbal per Mausklick oder Knopfdruck dramatisiert, aber selten durch Reflexion entzaubert. Diese Formen der kristallinen Utopie haben sich auch von der Romantik in moderne Architekturen übertragen. Der Crystal Palace der Londoner Weltausstellung von 1851 macht das vor. Und gemessen an der überschwänglichen Rezeption der Kristallarchitektur dieses Kristallpalastes kann eine Überhöhung von Erhabenheit nur unter der Voraussetzung gelingen, in dem andere Modi der Rezeption, des Schauens und des Seins ausgeblendet werden. Voraussetzung für die künstlerische Wertung der reinen Form war freilich die völlige Loslösung der Raumerfahrung von den tatsächlichen Funktionen des Baus als Rahmen einer gigantischen Warenschau. Entscheidend für diesen Optimismus sind nach Carol Willis vor allem an Enthusiasm for new materials and technologies and a fervent faith in progress. Diesen Utopien liegt ein glühender, auf Technologie basierender Fortschrittsglaube zugrunde. Hinunter von den Kristallbergen und Spitzen hinab in das Silizium-Kristalltal, Silicon Valley, in dem glänzende Computerspiel-Transzendenz-Utopien ausgehandelt und dessen materiellen Grundvoraussetzungen entworfen und ausgestaltet werden. Von der Makro- auf die Mikroebene. Wie gesagt, kennt der Kristall keine Skala. Auf der Ebene der Materialien gibt es Reflexionen, sogar stärker als vorher. So büßt das für die Waferherstellung benötigte monokristalline Silizium oder Halbleiter-Silizium, das überwiegend aus dem Bergkristall Quarz, Siliziumdioxid, gewonnen wird, in der für die Branche so wichtige Reinform seine Transparenz vollständig ein. Die materielle Grundlage der digitalen Transzendenzversprechen ist das Gegenteil von transparent, im doppelten Sinn. Man kann nicht mehr durch das Material blicken und die empfindlichen Wafer sind gut hinter schützenden Gehäusen verborgen. Sichtbarkeit wird zwar angedeutet, aber die Reflexionen, die das Material erzeugen könnte, sind in der Blackbox der Maschine nicht zu sehen. Reflexionen werden trotzdem erzeugt. Reflexionen als Zeichen, Reflexionen, die eigentlich keine sind. Schauen wir doch einmal auf die Palette GeForce RTX 3080 GameRock Grafikkarte. The most unique feature of GameRock is excluding the tree fans. There's over 90% of lighting area on the surface of the cooler. Wow. We have never seen any GPU in the industry with lighting area like this large.
This area is craving crystalline cuts, so the lightning is highly reflective. Der Game Rock ist ein Extrembeispiel, aber doch emblematisch für das Leucht- und Glanzverhalten von Computerspiel-Hochleistungshardware. Die kristalline Oberfläche versteckt optisch den erwünschten Kühleffekt, für den eigentlich die drei Ventilatoren zuständig sind. Kristall gilt als kalter Festkörper. Noch im Mittelalter wurde Bergkristall für eine Form von erstarrtem Wasser bzw. von verhärtetem Eis gehalten. Form und Transparenz von Kristallen sorgt teilweise zu einer prismatischen Auffächerung des weißen Lichts, das so in sein komplettes Farbspektrum aufgefächert wird. Paul Scherbart fasst das kosmologische Lichtversprechen so zusammen: Das Licht will durch das ganze All und wird lebendig im Kristall. Auf der Produktseite des Game Rock verweist der Hersteller auf die atemberaubende ARGB-Beleuchtung. Das prismatische Leuchten aus der Grafikkarte stammt nicht aus dem All, sondern aus dem Inneren der Blackbox in Form von LEDs. Der Wunsch nach Überwältigung und Erhabenheit hält sich trotzdem hartnäckig. Diese und ähnliche Grafikkarten sind für Tower-PCs konzipiert, deren Gehäuse mehr einer Vitrine gleichen, die ihr Innenleben vor Staub und Berührungen schützt, während gleichzeitig strahlenden und kostbaren Bauteile bei der Arbeit betrachtet werden können. Transparente Gehäuse für Technikfetischisten. Bis auf das Kunstglimmern und dem Drehen der Ventilatoren gibt es nicht viel zu sehen, aber darauf kommt es auch gar nicht an. Vielleicht liefern uns katholische Kristallfetische den entscheidenden Hinweis. Dieses Kreuznagelreliquiar ist ein Nagel vom Kreuze Jesu, der hinter Bergkristallglas eingefasst ist. Sein goldenes Gehäuse ist reich mit weiteren Schmuck und Edelsteinen verziert. Wie Anne Kurze betont, dient das Bergkristallfenster weniger der Sichtbarkeit der dahinter verwahrten Reliquie, sondern sollte bewirken, dass die Reliquie ihre heilige Kraft aus ihrer Verwahrung heraus besser wirken kann. Die magische Bedeutung des Kristalls ist hier zentral. Er verstärkt und leitet die heilige Kraft des Gegenstandes, der im Innern aufbewahrt wird. Um welches vermeintlich Innere es sich bei unserem Geist aus der Gaming-Maschine handeln soll, ist mir rätselhaft. Und darum hoffe ich auf weitere Entzauberungen, um die technologische Erhabenheit aus der Maschine auszutreiben. Damit bin ich fertig. Vielen Dank. Zuletzt folgen noch meine Quellen. Der Bildschirm flimmert. Eine utopische Welt, ein Bild, das mich gefangen hält. Purpurblauer Nebel, es dämmert. Vor mir liegen offene Räume, sie werden Fantasien und Träume. Was sehe und was fühle ich? Wo liegt die Stadt? Wo kommt sie her? Die Faszination ist mehrdeutig. Kein Kontext, keine Kontinuität. So ein Bild will ich gestalten. Illusion und Mehrdeutigkeit erhalten. Plötzlich war er da, der Monolith. Wie Gregor Samsa als Insekt. Ein Fremdkörper. Unheimlich. Niemand weiß warum und wer. Fakten werden weggelassen. Das Bild berührt uns nun viel mehr. Lebendige Haut und seidene Falten. Was verbirgt sich, liegt darunter? Es sind fremde Gestalten. Kohlblatt oder seidenes Gewand? Zwei Codes überlagern sich. Zweifel ergreift meinen Verstand. Mehrdeutigkeit entsteht durch mehrere Facetten. Diskontinuität ist ein Bruch in der Bilderzählung. Oder es ist ein anderer Kontext, als man ihn vielleicht erwarten würde. Dazu gehört aber auch das bewusste Ausblenden von Fakten und die Überlagerung widersprüchlicher Codes. Die Bildrezeption liegt dazwischen. Elemente sind Nutzer, Content und Technologie. Was weiß der Nutzer? Welche Rolle spielt er? Wie nimmt er oder sie wahr? Der Inhalt hat eine Syntax, einen Aufbau und eine Bedeutung, seine Ästhetik auf ein Genre ausgerichtet. Der Betrachter kennt nicht alle Details. Wichtig sind seine oder ihre Wahrnehmung, Assoziationen, Kenntnisse und Skills. Ein gelungenes mehrdeutiges Bild ermöglicht viele unterschiedliche Aspekte. Es bleibt offen für den Zufall und Unvorhersehbare,
Emergente Prozesse. Erinnern ist eine fantasievolle Rekonstruktion. We shall not cease from exploration. At the end of all our exploring, we'll be to arrive where we started and know the place for the first time. Das alles war sehr süß und schmeichlerisch, nun im Dunkel zu denken, leise schon verworren mit Bildern aus Träumen, und beinahe war es schon Schlaf. Da war ihm, als ob plötzlich die Türe ginge und leise etwas käme. Er glaubte sich nicht recht, war auch schon zu Schlaf befangen, um die Augen aufzutun. The passage ran down a cool vista of blue and purple, and ended remotely in a railed space like a balcony, brightly lit and projecting into a space of haze, a space like the interior of some gigantic building, beyond and remote were vast and vague architectural forms. I don't like captions. I prefer people to look at my pictures and invent their own stories. Ja, und so sind wir wieder zurück nach dieser zweiten Rubrik. Genauso wie wir das vorhin gemacht haben, würde ich Sie alle bitten, jetzt, die gesprochen haben, in der zweiten Rubrik hier zu uns auf die Bühne zu kommen, so wie wir das dann vorhin erlebt haben. Nochmal der Hinweis an alle, die Fragen haben, gerne entweder bei YouTube in den Chat oder hier bei uns auch in den Chat, im Idealfall aber einfach mit zu uns nach vorne kommen und diesmal auch gerne
sich kurz zu fassen bei der Frage, damit wir möglichst viele verschiedene beantworten können. Und ich hoffe, mich hört jeder, aber ich denke, das sollte funktionieren. Wir haben bereits Fragen erhalten, während die Rubrik lief. Und ich muss mal ganz kurz scrollen, dass wir hier nichts verpassen und vergessen. Die erste Frage bezieht sich zum Thema, zum Kristallvortrag an den Herrn Ducroel. Und zwar, es gibt ja auch transparente Konsolen. Haben Sie davon schon mal was gehört? Was halten Sie denn davon? Und wie ist das Handling dort? Also es geht um transparente Konsolen. Und wir hören noch nichts, weil das Mikro noch stumm geschaltet ist. Jetzt? Super. Also vielen Dank für die Frage und vielen Dank auch für die Organisation der Konferenz, vor allem die schöne Architektur, die hier gebaut wurde. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Genau, aber erstmal danke für die Frage. Ich, mit den transparenten Konsolen, darauf bin ich ja ganz am Schluss nochmal eingegangen und ich würde das einerseits als das, was ich im Vortrag vorgeschlagen habe, als Ansatz begreifen, mich als Fetischobjekt, dass es hier sozusagen um Fetischobjekte einer Kultur sozusagen geht, in dem Fall der Computerspielekultur, die sich in solchen Objekten eben dann auszeichnet oder Material wird. Und genau, was ich versucht habe aufzuzeigen, inwiefern da sozusagen ein Fortschrittsglaube und ein Technikglaube drin mitsteckt, der nicht unbedingt was mit den Dingern selbst zu tun hat, sondern mit dem christlichen Transparenzversprechen oder Kristallversprechen, das man aus der Kunstgeschichte und Religion kennt. Und da würde ich sagen, das ist dann sozusagen ein Teil dieser Fetischobjekte, die man vielleicht ein bisschen wie das, was René Meyer vorgeschlagen hat, also mit einer Archäologie oder mit einer Ethnographie oder Ethnologie, mit diesen Methoden bearbeiten kann. Und muss man auch auf das gucken, was vor den Bildschirmen passiert. Also es reicht nicht nur, auf die Bilder zu schauen. Und da finde ich diese transparenten Konsolen eigentlich sehr, sehr dankbar dafür. Und das Zweite ist vielleicht als Mode, das zu begreifen. Und da denke ich, dass vor allem im Sinne des Schmucks, also der Geschichte der Goldschmiederei, dass Edelmetalle und Kristalle, also glänzende Schmucksteine hinter Glas verborgen werden, die auch einen Wert haben und die wertvoll sind und teuer sind und die meistens auch der Ausdruck von Raubbau oder von dem Abbau von natürlichen Ressourcen darstellt, wie eben bei Schmuck auch. Und da kann man dann sozusagen eine Geschichte der Schmucksteine nacherzählen, aber auch eine Kolonialgeschichte. Und das finde ich ganz interessant, dass sozusagen diese Kristalle und diese wertvollen Gegenstände fetischisiert werden, die aber dann sozusagen entmaterialisiert und entkörpert und jenseits von realweltlichen oder realpolitischen Fragestellungen nur im Bild auftauchen. Das wäre sozusagen meine Antwort auf die Frage, wie ist es mit den Konsolen? Vielen Dank. Danke auch. Antwort. Gleich eine Wortmeldung für eine Frage, weil wir haben hier Frau Professor Hofacker in der Nähe des Pultes. Oder ansonsten habe ich das einfach nur falsch gesehen. Und wir haben sie hier oben mit drauf. Ja, tatsächlich. Scheinbar. Okay, dann weiter. Wir haben gesehen, weitere Fragen gibt es hier noch. Beispielsweise an den letzten Vortrag, den wir gehört haben, an Dr. Höhl. Wie sieht denn für Sie eine utopische Welt aus? Auch eine interessante Frage. Ja. Huch, und da ist schon wieder die Verbindung leider weg. Das ist natürlich jetzt schade. Wir warten mal kurz, ob es diesmal besser klappt als vorhin. Vielleicht sind wir dann gleich wieder da. Ansonsten, wenn das jetzt erstmal nicht der Fall ist, dann warten wir noch kurz, dann überspringen wir das kurz und dann hätte ich eine Frage zum zweiten Vortrag, den wir gehört haben, und zwar mit den Kameras, die wir ja dort mit dabei hatten. Ist es dann jetzt etwa so, dass sich Computerspiele immer mehr auch dem Filmischen erzählen, beispielsweise bei dem autorialen Erzähler, den man jetzt so aus dem Film kennt, nähern sich dadurch dann auch Computerspiele immer mehr den realen, ich sag mal, Kinofilm an?
Hallo. Könnt mich hören, oder? Läuft. Cool. Ja, hallo. Also die Verbindung zwischen Computerspielen und Filmen, die ist ja eh ganz, ganz eng da. Natürlich ist sowas wie, wenn wir, also ich habe jetzt Grand Theft Auto 5 genannt, ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber das hat ja unglaublich starke filmische Momente. Also da gibt es einen ganz, ganz starken Austausch zwischen diesen Sachen. Um das vielleicht nochmal kurz zu probieren, was ich damit sagen wollte, ist eigentlich, dass es ein unglaublicher Zustand ist, wo wir eine filmische Praxis im Computerspiel ausüben können und also dass es halt zu diesem Embodiment kommt. Also wir sind quasi so, also wir sind die Kamera ja eigentlich die ganze Zeit im Computerspiel und das fand ich eigentlich so den interessanten Moment. Also es ist schon daran angelegt, dass es natürlich da diese Nähe gibt, weil wir immer eine Kamera steuern in dreidimensionalen Computerspielen. Okay, danke schön, vielen Dank. Ja, jetzt nochmal zurück an Dr. Höhl. Sie waren kurz weg, jetzt sind aber wieder da. Und zwar gab es ja immer noch die Frage, und jetzt ist er wieder weg. Okay, schade. Wir haben aber hier eine Nachricht bekommen. Ich kann Sie sehen und hören. Also ja, gerne noch die Frage beantworten, die wir gerade hatten. Da ist die Antwort. Ich lese sie mal für alle vor. Sie haben ja ein paar sehr schöne Beispiele für utopische Welten gesehen. Wie darf ich die Frage verstehen? Also nochmal zurück zu der Frage war, wie sieht denn für Sie eine utopische Welt aus? Das war die Frage. Können Sie mich sehen und hören, Herr Faber? Hören ja, sehen nicht. Und jetzt wieder nicht hören, weil das Mikrofon stumm geschaltet ist. So, und jetzt kriege ich wieder nichts mit, leider. Also weder das Mikrofon ist noch an, noch das Bild. Ansonsten würde ich die Frage nochmal verschieben und schaue nochmal kurz, ob wir hier noch was haben. Und zwar haben wir noch was zum Thema Kristalle. Oder wenn? Nee, ist niemand da. Danke für die Frage. Ich fürchte, ich... Achso, nee, das war die Antwort. Entschuldigung. Huch, da bin ich jetzt kurz durcheinander gekommen. Ansonsten probieren wir es mal. Genau, Dr. Höhl ist jetzt wieder da. Die Frage war, wie sieht denn für Sie eine utopische Welt aus? Jetzt können wir sie wieder sehen und hören. So, Herr Faber, können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie. Okay, prima. Können Sie mich auch sehen? Ja. Okay, prima. Alles klar, dann können wir die Frage beantworten. Also Sie haben ja an Johannes ging das. Genau. Sie haben ja einige sehr schöne Beispiele für utopische Welten gesehen. Jetzt können Sie die Frage noch ein bisschen konkretisieren? Also so wie ich das verstanden habe, ist die Frage von Johannes, wie sieht denn für Sie persönlich eine utopische Welt aus? So, und jetzt ist die Verbindung leider wieder weg. Also wir haben da ein paar Probleme. Ich weiß leider nicht, woran das liegt. Okay, ja, jetzt sind wir wieder da. Können Sie mich sehen? Ja, jetzt funktioniert es wieder. Also es ging quasi um die Frage nach der persönlichen utopischen Welt. Und jetzt sind wir wieder weg. Okay. Schade. Okay, alles klar. Also wir hatten jetzt hier ein paar kleine Probleme und Schwierigkeiten. Ich würde jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass wir schon in der Zeit etwas fortgeschritten sind und damit wir jetzt nicht noch mehr Probleme riskieren, gerne weitere Fragen und Diskussionen in die Talking Zone verschieben. Das heißt, genauso wie wir das vorhin hatten, dann gerne bitte die Speaker in eine Talking-Zone gehen. Ich weiß gar nicht, welche gerade frei ist. Entweder die 1 oder die 2. Und dort können dann noch weitere Fragen geklärt werden. Und dann machen wir jetzt erstmal weiter mit der dritten Rubrik. Genau. Also in diesem Sinne bitte wieder in die Talking-Zone, entweder in die 2 oder in die 1. Und dort können dann noch weitere Fragen geklärt werden. Gut. Falls da noch welche im Chat gestellt werden oder so.
Alles klar, prima. Gut, dann kommen wir jetzt zur dritten Rubrik und gleichzeitig auch zu unserer letzten Rubrik. Und sie trägt den Namen Utopien für Pädagogik und Psychologie. Und starten werden wir mit einem Vortrag von Rebecca Haubold. Sie ist Medienpädagogin und Promoventin an der Uni Leipzig. Und der Titel ihres Vortrags lautet Rote oder blaue Pille? Als zweites haben wir Professor Dr. Sonja Ganguin und Annike Elsner, die mit dem Titel Computerspiele als utopischer Zufluchtsort uns einiges zu berichten haben. Vor allen Dingen E-Sports. Dritter Vortrag dann von Jessica Kattmann, promoviert derzeit, Jessica Kattmann zum Thema Videospiele in Psychologie und in der Psychotherapie. Und der letzte Beitrag für diese Kategorie und auch gleichzeitig der letzte Beitrag für das heutige Science Mashup kommt von Professor Dr. Farka und Professor Dr. Bauer. Und zwar zum Thema ökologische Utopie als Persuasive Game. In diesem Sinne wünsche ich wieder viel Spaß und wir starten die dritte Rubrik. Bis später. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Rebecca Haubold und ich möchte den Vortrag über rote oder blaue Pille halten. Utopie und Dystopie des Umgangs mit problematischer Computerspielnutzung. Das ist Sascha. Sascha lebt in einer mediatisierten Gesellschaft, hat Freunde, Familie, informiert sich online, erledigt auch Bankgeschäfte und Ticketbuchungen mit dem PC, mit dem Sascha auch gerne zockt, am liebsten mit Freunden. Auf dem Land funktioniert das mal so, mal so. Saschas Medienwissen ist autodidaktisch angeeignet. Eines Tages geht es Sascha schlecht. Cataneo ist vom Bus überrollt worden, auf Arbeit läuft es nicht so gut und die Eltern stressen Sascha wieder einmal mit Partnervermittlungsversuch. Sascha knallt die Tür zu, schaltet das Smartphone aus und fängt an zu zocken. Das tut gut, zumindest aus Saschas Sicht. Die Spiele laufen gut, Sascha lernt Kim kennen und fängt an, mit einer App Mandarin zu lernen. Das Umfeld sieht das alles anders. Du bist immer nur drinnen, wir werden dich gar nicht mehr sehen, du musst dich mehr bewegen, deine Leistung auf Arbeit lässt nach. So kann das alles nicht weitergehen. Du musst was tun. Zwei Hände tauchen auf. Du musst dich entscheiden, Sascha. Rote oder blaue Pille? Schluckst du die blaue, lösen sich deine Sorgen auf und sonst geht alles so weiter wie bisher. Schluckst du die rote, erkläre ich dir alles rund um Computerspiele. Wie sie aufgebaut sind, wer sie aufgebaut hat, wie sie funktionieren, wie du sie für dich nutzen kannst und dich vor ihren Einflüssen schützt. Sascha überlegt, rote oder blaue Pille? Sascha nimmt die blaue und kehrt vor dem PC zurück, fühlt sich gut, da die Sorgen verflogen sind und zockt weiter. Auf Arbeit läuft es weiterhin schlecht, Sascha bemerkt es nicht. Auch den Eltern gegenüber Gleichgültigkeit, so wird sich nichts ändern, Sascha. Das Computerspielen bringt die einzigen Erfolgserlebnisse, das merkt Sascha und gibt ihnen Vorrang. Die blauen Pillen tun gut, Sascha empfiehlt sie an alle weiter. Eltern, Freunde auf Arbeit beim Computerspielen. Das geht viral. Die Gesellschaft verändert sich. Das, was Spaß bringt, wird gemacht. Spiele und Computerspiele sind da ganz vorn mit dabei. Arbeit gehört da weniger dazu. Die USK hat viel zu tun, so viel wie nie zuvor, weil niemand sich selbst orientieren kann. Selbst Gard und Blinde Kuh erhalten eine Altersfreigabe. Die technischen Kontrollmechanismen sind mit digitalem Fingerabdruck wasserdichter als der Kauf von Alkohol. Die USK gewinnt an Einfluss und Größe. Aber arbeiten will niemand mehr. Und die blauen Pillen werden teurer, bis sie gar nicht mehr verfügbar sind. Was nun? Die Sorgen prasseln auf die Menschen ein. Wohin mit sich? Die USK war schon an ihre Grenzen geraten, denn die eingeführten Kontrollen und Begrenzungen der Bildschirmzeiten reichten längst nicht mehr aus. Was tun, damit noch irgendjemand zur Arbeit geht? Komplettes Medienverbot? Nicht nur die Computerspiele verschwinden, auch alles andere, was damit zu tun hat.
Nun wurde Sascha das Letzte, was Freude bereitete, dem Leben noch einen Sinn gab, weggenommen. Im Bücherregal steht einzig und allein eine verstaubte Ausgabe von Goethes Werther. Ach, Sascha, hättest du doch die rote Pille genommen. Zum Glück war die Entscheidungsstelle ein Kontrollpunkt und Sascha hat gesichert. Respawn. Sascha erhält nun all das versprochene Wissen. Das dauert lange. Nun gibt es kein Zurück. Das eigene Spielerleben ändert sich. Auch die Arbeit gehört dazu. Sascha gründet eine eigene Softwarefirma, die Serious Games herstellt für Medizinstudentinnen. Mit VR, AR, KI, Learning Analytics und Gamification. Arbeit macht Spaß. Die roten Pillen tun gut. Sascha teilt das neue Wissen mit allen, mit Freunden, Eltern, auf Arbeit, beim Computerspielen. Mit dem erworbenen Vermögen aus der Firma unterstützt Sascha die Initiative Rote Pillen für alle. Unabhängige Computerfirmen sprießen aus dem Boden wie Pilze. Niemand kann manipulieren, wenn alle durchschauen. Das Wissen um die Spiele lässt sich auch auf andere Medien übertragen, sodass sich auch hier demokratische Entwicklungen zeigen. Kim entwickelt daraufhin Datenbanken, die Big Data verwenden, um Konflikte jeglicher Art erklären zu können, ja, sogar vorherzusehen, wodurch sich schneller und leichter Frieden schaffen lässt. Quellenkritik führt zu unabhängiger Meinungsbildung. Und zur nächsten Bundestagswahl finden sich gleich 5 Parteien, deren Programme vielversprechend klingen. Welch schöne Utopie. Nun stellt sich die Frage, wie bekommen wir Sascha dazu, die rote Pille zu nehmen? Was müssen wir tun, um die rote Pille zu nehmen? Manchmal, leider, ist es so, dass nur die blaue Pille angeboten wird. Aus Kurzsicht, Bequemlichkeit, Geldmangel, Zeitmangel. Und hey, an der blauen verdient man immer wieder und wieder. Die rote einmal genommen, hält ein Leben lang. Doch sollten wir auch vorsichtig sein, denn was, wenn die falschen Leute Zugang zur roten Pille bekommen? Was, wenn Demokratiegegner bessere Computerspiele konzipieren, die Medien besser durchschauen, durchdringen, als Pazifisten? Wenn nicht Sascha und Kim als Erste die rote Pille anwenden, sondern... Oder passiert dies bereits? Wir benötigen Herdenimmunität. Können wir vielleicht sogar alle bereits im Kindesalter impfen? Mit Medienkompetenz versehen? Derzeit gibt es noch zu viele Impfgegner. Daher ist es wichtig, dass wir die Probleme ernst und wahrnehmen. Denn Sascha ist wir. Wir sind Sascha. Eine mediatisierte Gesellschaft mit bisher selbst angeeigneter Medienkompetenz, die sich gut überlegen muss, in welches Szenario sie investieren will. Dystopie oder Utopie? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch wir begrüßen Sie zum Science Mashup mit unserem Vortrag Computerspiele als utopischer Zufluchtsort. Wie geeignet ist das Eskapismuskonzept für die Erklärung einer problematischen Computerspielabhängigkeit? Mein Name ist Sonja Ganguin. Ich bin Professorin für Medienkompetenz und Aneignungsforschung an der Universität Leipzig und halte den Vortrag zusammen mit... Mit Anneke Elsner auch von mir ein ganz herzliches Hallo. Ich bin freie Medienpädagogin und bin derzeit wissenschaftliche Hilfskraft an der Professur für Medienkompetenz und Aneignungsforschung. Wir starten auch gleich, und zwar grundlegend für unseren Vortrag ist das Konzept des Eskapismus, welches wir Ihnen zunächst kurz erläutern möchten. Davon ausgehend stellen wir vor, warum dieses auch in Bezug auf Computerspiele entscheidend ist. Der These von Katz und Folks, die Sie auf dieser Folie sehen können, lässt sich entnehmen, dass sich Personen aufgrund eines unbefriedigenden Alltags Medien und einer scheinbar traumagleichen Welt zuwenden und sich aus politischen und sozialen Zuständen des Alltags zurückziehen. Dieser Rückzug erfolgt grundsätzlich zeitlich begrenzt, das heißt, man zieht sich nur für einige Minuten oder auch Stunden zurück. Sie können außerdem sehen, dass sich die These von Katz und Folks vor allem auf Massenmedien beziehen. Dass das nicht mehr ausreichend ist, können Sie in der nächsten Folie entnehmen.
Und zwar, hier sehen Sie eine Systematik, die erklärt, welche Nutzungsmotive es in Bezug auf Computerspiele gibt. Für uns ist an dieser Stelle besonders entscheidend, dass auch Eskapismus ein Nutzungsmotiv darstellt. Dadurch, dass man sich in diesen fantastischen Welten bewegt und die Rolle des Helden übernimmt oder der Heldin, entsteht ein starkes Immersionserleben. Spielerinnen müssen für Erfolg im Spiel ganz auf sich auf das Spielgeschehen einlassen und die ganze Konzentration darauf lenken. Man blendet also den Alltag noch stärker aus als beispielsweise beim Fernsehen. Die Frage ist jetzt, wie lässt sich aber diese Welt charakterisieren, in die vermeintlich geflohen wird? Hierfür möchten wir noch einmal ganz kurz auf den Utopiebegriff nach Lindenau eingehen. Dieser erscheint uns deshalb sehr passend, weil er diesen Grundgedanken des Eskapismus-Konzepts ergänzt. Die Utopie wäre dementsprechend die Welt, in die geflohen wird, weil sie eben diese anziehende Alternative darstellt. Wir haben bereits aufgezeigt, dass Computerspiele sich dahingehend von anderen Medien abheben, dass sie Spielerinnen in besonderem Maß ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, das erzeugt wird. Computerspiele können also, der Definition von Lindenau folgend, eine utopische Alternative eröffnen. So erscheint es erstmal nicht verwunderlich, dass im Zuge der Corona-Pandemie zu beobachten war, dass Kinder, Jugendliche, aber natürlich auch Erwachsene zunehmend berichteten, digitale Spiele zur Flucht aus der Realität zu nutzen. Diese Art des Eskapismus wurde in der Studie der DAK aber eher normativ als dysfunktional angesehen, da es als Warnzeichen einer problematischen Computerspielabhängigkeit angesehen wurde. Ein dysfunktionaler Eskapismus liegt laut Kuhlmann und Gerau zufolge vor, wenn der Eskapismus Individuen daran hindert, ihr alltägliches Leben zu bewältigen. Die Eskapismus-These legt also nahe, dass Personen aufgrund von unbefriedigenden Lebensumständen mit Hilfe von Medien in eine idealere Welt fliehen. Wie in der Abbildung zu sehen, wird hier deutlich, dass damit eine Trennung zwischen der Lebenswelt und der medialen Welt impliziert wird. Das nehmen wir also daraus mit. Es wurde außerdem deutlich, dass Computerspiele für eskapistische Motive besonders geeignet sind, da Spielerinnen ein besonderes Gefühl von Selbstwirksamkeit erleben und sich stark auf das Spiel fokussieren müssen. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde der Eskapismus mit Hilfe von Computerspielen im Kontext mit einer Mediensucht vor allem auch diskutiert. Was nehmen wir daraus mit? An dieser Stelle möchten wir ansetzen, um uns anzuschauen, ob eskapistische Motive wirklich als Erklärungsansatz für eine problematische Medienabhängigkeit angesehen werden kann. Um diese Frage zu klären, wollen wir eine exemplarische Studie vorstellen, welche sich mit der Bedeutung von Computerspielen für Menschen mit problematischer Medienabhängigkeit beschäftigt hat. Und an dieser Stelle würde ich jetzt übergeben an meine Kollegin Frau Elsner. Gut, dann würde ich hier gerne übernehmen, um die Erhebung vorzustellen, die im Rahmen meiner Bachelorarbeit erfolgt ist. Da müssten wir einmal auf die nächste Folie gehen. Mhm. Super, genau. Die Erhebung fand, wie gesagt, im Rahmen meiner Bachelorarbeit statt und grundsätzlich bestand mein Fokus darin, Zusammenhänge einer problematischen Medienabhängigkeit oder im Speziellen einer problematischen Computerspielabhängigkeit aufzuzeigen. Warum sprechen wir von einer problematischen Medienabhängigkeit? Wir wollten als Arbeitsbegriff eben einen Begriff finden, der weniger so eine Fremdzuschreibung enthält, sondern der eben auch die subjektiven Erfahrungen der Spielerinnen und Spieler aufgreift. Des Weiteren ist ja für uns in der Medienpädagogik auch einfach das Mediatisierungskonzept ganz wichtig. Das heißt, dieses Konzept geht davon aus, dass Medien unseren Alltag immer mehr durchdringen und auch in vielen Bereichen einfach unentbehrlich sind. Also bestimmte Bereiche unseres Lebens sind nicht mehr ohne Medien denkbar. Da sprechen wir dann auch von mediatisierten sozialen Welten. Und das impliziert ja ein Stück weit auch eine Abhängigkeit von Medien. Gar nicht mal in so einem suchtmedizinischen Sinne, sondern einfach, dass wir Medien brauchen, um unseren Alltag irgendwie zu bewältigen und zu führen. Von einer problematischen Medienabhängigkeit sprechen wir dann, wenn diese
alltägliche Abhängigkeit von Medien, sage ich mal, für einen Leidensdruck bei Betroffenen sorgt, zum Beispiel, weil Probleme nicht mehr bewältigt werden können ohne Medien, weil soziale Bindungen in die Brüche gehen und so weiter. Für die Erhebung habe ich mit Personen gesprochen, die eben aufgrund eines solchen subjektiven Leidensdrucks sich Hilfsangebote gesucht haben. Die Gespräche habe ich dann mit Hilfe der Grounded Theory nach Strauss und Corbijn ausgewertet. Da nochmal als Kontext. Dabei geht es darum, einen möglichst umfangreichen Überblick über bestimmte Handlungssituationen zu bekommen. Das heißt, ich schaue mir bestimmte Situationen an und versuche da herauszuarbeiten, was war die Ursache, mit welcher Handlung wurde darauf reagiert, welchen Kontext hatte diese Handlung und zu welcher Konsequenz hat das geführt. Sie sehen hier Auszüge aus den Interviews und es wird schon deutlich, dass das Thema Flucht und Eskapismus schon häufiger genannt wird und dass die Befragten ihr medienbezogenes Handeln auch selbst als Flucht charakterisieren. Und so ausgehend von den Zitaten könnte man jetzt ja sagen, ja, das ist ein Erklärungsansatz, eskapistische Motive. Da wollen wir jetzt aber noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und dafür würde ich mir mal ein Zitat rausnehmen, also dieses, aber das wären Gründe, wo ich dann versuche, das irgendwie auszublenden und mich ins Spiel zu flüchten. Wenn man das in dieses Schaubild übernimmt, dann sieht man eben, dass schon dieses medienbezogene Handeln als Flucht charakterisiert wird, dass in der Konsequenz deutlich wird, es folgt irgendwie so ein Gefühl des Ausblendens und der Flucht. Und hier könnte man diese Zweiteilung vermeintlich ansetzen, so wie wir das auch im ersten Fazit nach der theoretischen Hinleitung gesehen haben. Aber es wird eben auch deutlich in dem Schema, da fehlt noch ein bisschen was zum Verständnis der Handlungssituation. Sie sehen, der Kontext ist nicht ganz klar. Und auch bei den Gründen ist es noch nicht so ganz klar, was damit gemeint ist. Und da würde ich dann sozusagen noch mal stärker in das Gespräch reinzoomen, da die Lupe drauf halten und das noch mal näher beleuchten. Das Ganze, sozusagen die ganze Hinführung dafür hätte nicht auf eine Folie gepasst. Deswegen habe ich Ihnen das hier mal zusammengefasst. Also wenn man sich wirklich die konkrete Handlungssituation anschaut und da noch mal stärker im Interview nachfragt, sieht man eben, dass es ganz konkrete Ursachen gibt, also dass es ganz konkrete Auslöser für die Handlung gibt. In dem Fall war das die Trennung von einer Partnerin, auch die Konflikte mit einem neuen Partner, also so dieses Konflikterleben. Und bei der Handlung war es dann eben so, dass wenn man sich das näher angeschaut hat, das eigentlich nicht mehr wirklich was mit einer Flucht zu tun hatte, sondern eher dass vertraute Spiele gewählt wurden, dass die befragte Person das Gefühl hatte, ich weiß, was ich hier machen muss, ich weiß, was von mir erwartet wird und dass das ein Gefühl der Sicherheit erzeugt hat. Diese vertrauten Spielen deuten natürlich, da müsste ich noch mal kurz zurückgehen, die vertrauten Spiele deuten natürlich auch an, dass es so etwas wie eine Spielerfahrung, also eine Vorerfahrung gibt, auf die zurückgegriffen wird und es wurde außerdem deutlich, dass es eben keine Rückzugsmöglichkeiten ansonsten gab. Genau. Außerdem deutet sich ja hier auch so ein Lernprozess, also deutete sich auch ein Lernprozess an, denn die Person hat eben auch beschrieben, ja, das habe ich dann sozusagen für mich als erfolgreich wahrgenommen. Ich habe gemerkt, das hilft mir irgendwie in der Situation und das fließt natürlich auch in künftige Entscheidungen und Handlungen ein. Das heißt, dieser Lernprozess macht eigentlich deutlich, warum eben so eine strikte Trennung, wie sie vom Eskapismus-Konzept impliziert wird, dass die eigentlich nicht möglich ist. Weil eben medienbezogene Handlungen immer ganz stark an lebensweltliche Erfahrungen geknüpft sind und die Erfahrungen aus den Medien sozusagen auf die Lebenswelt übernommen werden. Das heißt, sie bedingen sich ganz, ganz stark gegenseitig. Das zieht sich auch, das möchte ich hier nur ganz kurz zeigen, das zeigt sich auch bei anderen Phänomenen, das zeigt sich auch bei anderen Konflikten und Herausforderungen, mit denen die Personen konfrontiert waren. Das heißt, man konnte immer ganz stark sehen, es gab konkrete Auslöser, Handlungen, die auf ganz, ganz bestimmt auf diese Auslöser ausgerichtet waren und eben ein ganz starkes Bedingen von der Lebenswelt und der Medienwelt. Was können wir also aus dieser exemplarischen Erhebung mitnehmen? Das reine Eskapismuskonzept ist nicht ausreichend für uns, um eine problematische Medienabhängigkeit zu erklären, weil eben es ganz wichtig ist, dass man eben situative und soziale Kontexte mit berücksichtigt, dass man sich ganz genau die Ursachen anschaut. Weiterhin, wie gesagt, diese Trennung zwischen einer realen und einer Spielwelt ist auch nur sehr bedingt zielführend, eben weil medienbezogene Handlungen und immer an lebensweltliche Erfahrungen angelehnt sind und sie sich gegenseitig beeinflussen.
Dazu muss man aber auch sagen, dass es für Analysen durchaus sinnvoll sein kann, dass man sagt, man fokussiert sich beispielsweise nur auf Bindungsfaktoren in Computerspielen. Aber für ein ganzheitliches Verständnis einer problematischen Computerspielabhängigkeit ist eben die Lebenswelt als Medienwelt zu verstehen. Und das müssen wir eben ganzheitlich betrachten. Und was wir eben für die Forschung, aber eben auch natürlich für die medienpädagogische Praxisarbeit mitnehmen, ist eben, dass wir problematische Medienabhängigkeit verstärkt als Gesamtprodukt betrachten müssen aus Ursache, Bedingung, Handlung und Konsequenz. Und mit diesem Fazit wären wir auch schon am Ende unserer kleinen Präsentation. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und gleich können Sie hier noch, genau, hier sehen Sie noch unsere Quellen, die wir verwendet haben. Vielen Dank. Ja, ganz vielen Dank. Wir wünschen Ihnen noch eine erfolgreiche Tagung und sind auf Ihre Fragen, Anmerkungen gespannt. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Für eine konstruktive Nutzung von Videospielen. Beiträge der Psychologie und Psychotherapie. Wie kommt man zu so einem hochtrabenden Titel? Dazu kann man kommen, wenn man wie ich selbstständige Psychologin ist. Ich arbeite auch psychotherapeutisch. Bin seit einigen Jahren in berufsbegleitender Ausbildung zur analytischen Psychotherapeutin nach Carl Gustav Jung und an der Schnittstelle Games und Psychologie bin ich schon seit einigen Jahren unterwegs. Inzwischen podcaste ich auch mit zwei Psychologenkollegen regelmäßig im Podcast Behind the Screens zu Themen an dieser Schnittstelle. Und das Thema heute ist mir deswegen so besonders wichtig, weil ich glaube, dass viele Menschen, wenn sie Games und Psychologie hören, erstmal an solche Dinge denken wie Videospielabhängigkeit, Lootboxen, vielleicht auch die Killerspieldebatte. Aber eigentlich ist fast alles Psychologie, nämlich dann, wenn wir uns die Menschen anschauen, die Videospiele spielen. Ich kann heute natürlich nicht für die gesamte Psychologie und Psychotherapie sprechen, sondern nur aus meinem persönlichen Erfahrungsschatzkistchen ein bisschen berichten. Aber ich glaube, dass die Psychologie zu diesem Kulturgut Videospiele eine ganze Menge beizutragen hat und auch den gesellschaftlichen Diskurs bereichern kann. Nach diesem kleinen Einstieg möchte ich gerne ein Fallbeispiel erzählen und anhand dessen zwei Konzepte aufzeigen, wie wir meines Erachtens nicht nur innerhalb der Psychotherapie, sondern auch darüber hinaus Videospiele noch ein bisschen besser verstehen können. Und möchte am Schluss ein kurzes Plädoyer dafür halten, wie wir Games als Erlebnis- und Gesprächsräume verstehen können und nutzen können. Sie ahnen es schon, ihr ahnt es schon. Aufgrund von Datenschutzbestimmungen muss ich das Fallbeispiel natürlich ein ganzes Stück weit verfremden. Also es kann sein, dass es um ein anderes Spiel ging. Vielleicht hatte auch die Patientin ein bisschen einen anderen Hintergrund. Aber so oder zumindest so ähnlich streckt es sich immer wieder in der Praxis tatsächlich auch zu. Und zwar möchte ich von einer Patientin erzählen, die war so 17, 18 Jahre alt in etwa. Die wurde zu mir geschickt und man sagte, sie hätte wohl einiges auf dem Herzen, einiges, was sie bewegt, aber sie sei sehr, sehr misstrauisch gegenüber Menschen und es würde ihr unglaublich schwer fallen, ins Gespräch zu kommen. Aber ich sollte es doch mal versuchen. Sie kam dann zu mir und der Eindruck bestätigte sich auch für mich. Ich hatte das Gefühl, dass sie nicht nur Menschen gegenüber sehr misstrauisch war, sondern grundsätzlich die Welt so als ziemlich gefährlichen und bedrohlichen Ort erlebt hat. Und da war es natürlich sehr schwer, über persönliche Dinge zu sprechen. Wir kamen dann auf Games zu sprechen und sie erzählte, dass sie besonders gern zurzeit ein Spiel spielt namens Valheim. Valheim ist ein Survival-Spiel, in dem es wie in allen Survival-Games darum geht, in einer feindlich gesonnenen Umgebung zu überleben und sich zu beweisen. Und sie erzählte mir, dass sie bei dem Versuch, ihre erste Hütte zu bauen, mehrfach gestorben ist. Beim Holzhacken von Gegnern angegriffen worden oder vom Baum erschlagen worden, was in Valheim leider öfter mal passiert am Anfang. Und jedenfalls gelang es ihr nicht, dieses Haus zu bauen am Anfang. Und wie in vielen Spielen sind die Nächte besonders gefährlich, weswegen es wichtig ist, dieses Haus zu haben. Und das war eins der allerersten Dinge, die sie mir erzählt hat. Und mich hat das sehr bewegt, weil was sie mir eigentlich erzählt hat, war ja, dass sie bei dem Versuch, einen sicheren Ort für sich zu bauen, gescheitert ist.
Und ich habe mich gefragt, ob das was ist, was auch in ihrem Leben im übertragenen Sinne natürlich passiert. Ich war natürlich erstmal vorsichtig mit so einer Deutung, weil ich sehr wenig von ihr wusste, aber ich behielt das mal im Hinterkopf. Weil ich nämlich glaube, dass Menschen besonders solche Spiele zum Spielen auswählen, die in irgendeiner Weise was mit ihren inneren Landschaften zu tun haben, also mit ihren inneren Themen. In die Kerbe schlägt auch ein Konzept, das meines Wissens aus der Filmwissenschaft kommt, nämlich die thematische Voreingenommenheit. Da geht es eben in Bezug auf Filme darum, dass Menschen solche Filme auswählen, die in irgendeiner Weise was mit ihren inneren Themen zu tun haben. Und dass Filme durch die Geschichte, die sie erzählen, quasi eine Art Struktur bieten, in die man die eigenen Themen hineingeben kann und anhand dieser Struktur man diese eigenen Themen ein Stück weit besser strukturieren und sortieren kann. Und ich hatte das Gefühl, dass das auch auf diese Patientin zutraf. Also, dass Survival-Spiele eben auch gut passen, weil eben auch da die Welt ein bedrohlicher Ort ist und man sich schützen muss und überleben muss. Ein zweites Konzept, das da meines Erachtens gut passt, ist das der subjektstufigen Deutung von Carl Gustav Jung. Das kommt ursprünglich aus der Traumdeutung und beinhaltet die Idee, dass Dinge, die uns im Traum begegnen, also seien das Landschaften, Menschen, Tiere, Wesen im weitesten Sinne, dass die alle Anteile von uns selber sind. Also quasi Persönlichkeitsanteile. Und ich hatte das Gefühl, und das hat sich im Verlauf der Gespräche, die ich mit der Patientin hatte, auch bestätigt, dass auch die Patientin ihr eigenes Inneres als so einen gefährlichen Ort wahrgenommen hat. Also mit dunklen Ecken, mit Gegnern, die lauern, könnte man sagen, es ging um solche Dinge wie Beziehungserfahrungen, negative, die sich einfach im Inneren niederschlagen und eine destruktive Dynamik angenommen haben. Und mir schien es, als ob die Auseinandersetzung im Spiel ihr geholfen hat, sich mit diesen inneren Themen auch auseinanderzusetzen. Und wir sprachen sehr, sehr viel in den Gesprächen einfach nur über die Dinge, die im Spiel passiert sind. Sie erzählte Geschichten, sie brachte Screenshots mit und man konnte zuschauen, wie die Burg immer mehr wuchs und sie hat mich mit in diese Burg hineingenommen. Und das war sehr, sehr berührend. Die Screenshots, die ich jetzt dabei habe, sind natürlich nicht aus der Therapie, die habe ich mir ausgeliehen, weil sie gut darstellen, was man alles bauen und tun kann in diesem Spiel. Und nach wurde die Beziehung zwischen uns beiden tatsächlich immer besser und hatte ich das Gefühl, sie wird auch allgemein beziehungsfähiger. Diese subjektstufige Deutung, nur als ganz kurzer Einschub, kann man manchmal auch innerhalb von Spielen, innerhalb der Geschichte anwenden. Zum Beispiel bei Celeste, da wird die Bedlin, das pinkhaarige Mädchen, oft als Depression und Angststörung von Madeline gedeutet. Ich würde sagen, es ist ein Persönlichkeitsanteil, der integriert werden muss. Und darüber habe ich auch mal einen Artikel geschrieben. Ich packe den einfach mit in die Quellenangaben, falls das noch jemand interessiert. Jetzt will ich natürlich nicht sagen, das ist mir ganz wichtig, dass wir in privaten Gesprächen anfangen sollen, heimlich zu deuten. Also Person X spielt Spiel Y. Was hat das wohl zu bedeuten? Das wäre natürlich übergriffig und natürlich ist es viel komplexer, als ich das jetzt in diesem kurzen Fallbeispiel anreißen konnte. Aber ich glaube, dass es uns auch im Privaten oft schwerfällt, innere Zustände gut zu kommunizieren. Und ich glaube, Spiele können da ein guter Türöffner sein, um ins Gespräch zu kommen. Also, was hat mich an einem Spiel bewegt? Vielleicht war es eine besondere Darstellung, eine besondere Geschichte, was Besonderes, was man tut, wie zum Beispiel in Flower die Welt bunt zu färben. Oder man kann Spiele auch nutzen, wenn einem selbst Worte fehlen für dunkle Inhalte des eigenen Inneren, die man nicht gut in Worte fassen kann. Und natürlich auch, um über Mental Health Themen im weitesten Sinne zu sprechen, also Verlust und Trauer, wie wir es in Gris zum Beispiel erleben, natürlich auch solche Themen wie Depression oder Psychosen, wie wir es gerade in Hellblade gesehen haben. Und dazu gibt es inzwischen so viele Spiele, die sich eignen, um über solche Themen ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch nachzufragen, hey, ich habe ein Spiel gespielt, da ging es um Depression, da ist das so und so dargestellt, erlebst du das auch so? Oder wenn man selber betroffen ist,
Bilder zur Verfügung zu haben, um das eigene Erleben irgendwie schildern zu können. Und das muss eben nicht nur in der Therapie passieren, sondern kann auch in privaten Gesprächen sehr, sehr hilfreich sein. Mein Wunsch ist es also, dass wir in der Psychotherapie, aber eben auch darüber hinaus, Spiele mehr nutzen als Grundlage für Gespräche. Also Gespräche über das eigene Erleben und dass Spiele aber auch dazu beitragen können, stigmatisierte Themen zu normalisieren und zu entstigmatisieren und einen Gesprächsraum dafür zu bieten. Damit wäre ich durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls jemand noch Kontakt aufnehmen möchte, noch Rückfragen hat, gerne über einen der hier aufgezeigten Wege. Da ist auch nochmal der Link zu unserem Podcast zu finden. Und hier sind noch meine Quellen. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Michael Bauer und zusammen mit meinem Kollegen Gerald Farkert darf ich Sie recht herzlich zu unserem gemeinsamen Vortrag Die ökologische Utopie als Persuasive Game, das Spiel Solare als didaktisches Beispiel im Hochschulunterricht im Zuge des Science Mashup 2021 begrüßen. Persuasive Games sind Spiele, die versuchen, gezielt Einfluss auf den Spieler zu nehmen, sie im besten Fall zu überzeugen und zu aktivem Handeln aktivieren. Ian Bogos, der Autor von Persuasive Games, benutzt synonym den Ausdruck prozedurale Rhetorik. Er meint damit, dass im Zuge eines Videospiels die Überzeugung nicht ausschließlich verbal und bildlich, sondern vor allem durch die computergenerierten Spielmechaniken vermittelt werden. Wenn wir von Persuasive Games sprechen, tun wir dies vor allem im Kontext von politischen, sozialen und kulturellen Themen. Bekannte Beispiele dafür sind die Online-Spiele The Four is Dying oder September the 12th. Der Begriff Serious Games ist schon relativ alt. In seiner ursprünglichen Bezeichnung wurde er vornehmlich für analoge Spiele verwendet. Brettspiele, Rollenspiele und Sportspiele. Abt definiert Serious Games aus seinem Buch von 1970 wie folgt. Serious Games have an explicit and carefully thought out educational purpose and are not intended to be played primarily for amusement. Also dass Serious Games in erster Linie eine Lernbotschaft vermitteln und nicht primär für Entertainment sorgen sollen. Seine Definition ist nach wie vor wesentlicher Bestandteil unseres aktuellen Verständnisses. Wir verstehen heutzutage den Begriff Serious Games ausschließlich auf digitale Spiele bezogen. Im Vergleich zu den Persuasive Games befinden wir uns bei den Serious Games aber eher im Bereich Training, Werbung, Simulation oder Bildung. Aber Serious Games sind mittlerweile auch ein Serious Business, mit jährlichem Wachstum und mit einem hohen Potenzial für die Zukunft und wird deshalb auch zur Marktabgrenzung von den konsumorientierten AAA-Entertainment-Spielen verwendet. Das didaktische Konzept in Serious Games von Karis Bowman und Verwenne beschreiben drei Möglichkeiten der Vermittlung von einer Lernbotschaft im Spiel. Erstens, das Spiel selber vermittelt die Lernbotschaft ohne eine zusätzliche Didaktisierung, beispielsweise Simulationsspiele wie der Microsoft Flugsimulator. Zweitens, Didaktisierung durch Einbettung des Spiels in einer Lernsituation, beispielsweise als Belohnung im Zuge eines Rewardsystems. Bei einem Mathe-Lernspiel erfolgt nach jeder Matheaufgabe eine kurze Spielsequenz. Und drittens, Didaktisierung durch Einbettung von Lernaufgaben in ein Spiel. Beispielsweise in einem Abenteuerspiel in einer Fantasy-Welt erhält der Spieler durch einen NPC, vielleicht ein Magier, eine Quest mit einem mathematisch zu lösenden Problem. Nach Brown ist Tangential Learning the process by which people educate themselves on a topic when it is presented in a context that they enjoy. Videospiele benötigen nicht immer eine direkte, zu erkennende und offensichtliche Lernbotschaft, um ernsthafte Themen zu vermitteln. Oftmals genügt es, auf etwas zu verweisen oder den Spieler auf etwas neugierig zu machen. Denken Sie an die Assassin's Creed-Serie. Assassin's Creed 3 spielt während der amerikanischen Revolution und dem daraus resultierenden Unabhängigkeitskrieg zwischen 1753 und 1783. Cutscenes zeigen immer wieder historische Persönlichkeiten wie George Washington, Benjamin Franklin und Thomas Jefferson. Weitere Beispiele mit historischem Hintergrund wären Call of Duty 2 und die Geschichte des Zweiten Weltkriegs oder Dynasty Wars und die Konflikte in der chinesischen Geschichte. Hier werden die Rezipienten rein spielerisch auf verschiedene historische Begebenheiten aufmerksam und neugierig gemacht, ohne dieses explizit als Lernbotschaft zu kennzeichnen. Ich habe mir erlaubt, die verschiedenen Begrifflichkeiten neu zu ordnen. Mir geht es bei der Kategorisierung weniger um die Anwendungsgebiete, sondern vielmehr darum, wie intensiv und spürbar die Lernbotschaften im Videospiel verankert sind. Mit der indirektesten Verankerung angefangen, von unten nach oben, das Tangential Learning.
Dann folgt das Persuasive Game, die schon sehr bewusst die Spieler beeinflussen. Und zum Schluss und ganz oben angekommen mit dem Serious Game, die ganz klar das primäre Ziel haben, eine Lernbotschaft zu vermitteln. Diese Anordnung soll ganz bewusst keine Wertung darstellen. Uns muss nur bewusst sein, dass wir auch als einzelner Spielentwickler eine große Verantwortung haben, wie wir mit dem Medium Videospiele umgehen und welche Botschaften wir direkt, indirekt, bewusst oder unbewusst vermitteln. Kommen wir nur zum Punkt, an dem Serious Games sehr viel mit Utopien zu tun haben. Und hier bewegen wir uns ja auf einem breiten Spektrum der Hoffnung. Da gehen die Meinungen teilweise auseinander. Also zum Beispiel Lisa Garford meint, dass Green Hope nicht so sehr in moderner Literatur vorkommt, dass die eher implizit Hoffnung verbreiten, wohingegen Frederick Jameson schon sagt, dass die Utopie eine ziemlich starke Kritikfunktion haben soll und etwas radikal anderes darstellen soll. Das ist aber auf jeden Fall beides möglich. Und Kunst wie Serious Games allgemein, deshalb ist es auch ein bisschen schwierig zu trennen. Was ist ein Serious Game, was ist kein Serious Game? Oder was ist ein Game for Change und was ist vielleicht eine fiktionale Welt? Kunst allgemein hat auch diesen regenerativen Aspekt, etwas Subversives zu triggern. Das ist natürlich ein Konzept, das es auch in der Biologie gibt, die Regeneration von Lebewesen. Das ist einem vielleicht bekannt, Renewal, Restoration and Growth. Aber das kann man so auch für Fiktion, für Literatur, für Film, für Games im Allgemeinen sehen. Wie Hubert Zapf das sagt, seiner Meinung nach sind Literary Texts sites of radical strangeness, alienation, alterity, both in terms of the aesthetic procedures of defamiliarization and of existential experiences of alienation and radical difference. And they are also simultaneously sites of reconnection, reintegration and at least potentially of regeneration on psychic, social and aesthetic levels. Was heißt das übersetzt? Das heißt, dass Literatur und Fiktion allgemein eine Wirkung auf uns haben kann, die uns zum Nachdenken bewegt, aber nicht nur zum Nachdenken, sondern auch, indem wir nachdenken, Dinge anders sehen, die uns vielleicht gar nicht so aufgefallen ist. Wir tauchen in diese fiktionale Welt ein, werden mit was Fremdem in Kontakt gebracht und müssen das dann in Verbindung zu unserer Realität setzen. Eco-Games so wie Solare haben dann natürlich die Möglichkeit, Sustainable Art oder Ecological Art zu sein hier. Ja, genau. Und das ist eben auch wieder ein schwieriger Punkt, wie man das trennen soll, Serious Games oder nicht, weil ich würde sagen, alle Videospiele machen diesen imaginativen Raum auf, der Spielern ermöglicht, transgressiv zu sein, Sachen zu hinterfragen, Sachen auszutesten. Ob das jetzt ein Fallout ist oder halt ein Serious Game. Das kommt dann immer auf die Sachen an. Serious Games machen das meist direkter. Fiktionale Spiele wie auch dann Solare, auf das wir zu sprechen kommen, machen das indirekter. Also ihr seht, wir haben hier, das könnten auch alle Serious Games sein, The Last of Us, das so das Leben in der Stadt, die Stadt, die es nicht mehr geschafft hat, nachhaltig zu sein, mit dem Leben in der Landschaft verbindet. Oder auch Horizon Zero Dawn, das eine Postapokalypse ist, in der mechanische Wesen in so einer Naturlandschaft herumstolzieren. Ihr seht, diese Spiele können alle auf indirekte Art und Weise sehr stark was Ökologisches haben und etwas Nachhaltiges. Allein schon die Erfahrung, hier durch diese Welt zu laufen und mit Naturkonzeptionen, Kulturkonzeptionen in Kontakt zu kommen. Nun zum Spiel Solare. Solare ist ein narratives Adventure im Retro-Pixel-Art-Style. Das Spiel wurde von 5 Studierenden im Wintersemester 2021 innerhalb von 16 Wochen entwickelt und umgesetzt. Es handelt sich um ein klassisches Adventure-Spiel mit einem einfachen Dialogsystem und den typischen Spielmechaniken wie der Itemaufnahme, dessen Verwaltung und deren Benutzung und Kombination. Der Spieler befindet sich im Jahre 2223 und übernimmt die Spielfigur Sunny. Das Energiesystem in Solare ist zusammengebrochen. Carlos, der Cousin von Sunny, bittet den Spieler, der Stadt Solare zu helfen. Innerhalb der Mission muss man nun den Stadtbewohnern aushelfen, den verschwenderischen Energiekonsum zu reduzieren und Alternativen dazu freizuschalten. Dabei spielen unter anderem zukunftsträchtige Technologien eine Rolle. Hydrokulturgartenanlagen, Technologien zur Begrünung der Städte, Technologien zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Technologien für alternative Energieversorgung. Ein solches Eco-Game ist Solare, bei dem wir mal vom Game Design her eine andere Herangehensweise austesten wollten. Wir wollten jetzt nicht zum Beispiel erst die Game-Mechaniken entwerfen und dann darum ein Spiel bauen.
Nein, wir haben erstmal ökologische Thematiken und das Science-Fiction-Genre, Eco-Science-Fiction allgemein besprochen, verschiedene Thematiken herausgearbeitet und darum eine Spielewelt gebaut und deren Konzept. Das heißt, Thematik und Genre waren zuerst, danach folgte die Konzeption dieser Welt, dann Gegebenheiten, Maps, Landschaften, wie es da aussieht, was das für Gesellschaften sind. Dann natürlich die Konzeption der Kulturen, Völker, Charaktere, wie kommen die Charaktere im Spiel in dieser Welt klar, was gibt es da für Probleme. Und dann natürlich auch das Gameplay, die alle diese Punkte miteinander verbinden sollte. Also dass nichts jetzt wichtiger als das andere, sondern dass alles allem dieser Thematik der Eco-Science-Fiction, der Nachhaltigkeit und dieser Vision einer Utopie, wie man es besser machen kann, untergeordnet wurde. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und wünschen Ihnen noch viel Spaß bei der langen Nacht der Computerspiele. Im Anschluss finden Sie noch unsere Kontaktdaten, unsere Bild- und Literaturquellen. Vielen Dank. Und ein letztes Mal vielen Dank für die Beiträge auch aus der dritten Rubrik. Das letzte Mal möchte ich alle herzlich einladen, hier hochzukommen, die gerade gesprochen haben von den vier Beiträgen, die wir gehört haben, so wie wir das vorhin auch schon gemacht haben. Ich sehe gerade, das klappt soweit auch ganz gut. Perfekt. Und dann gibt es jetzt wieder eine 10-minütige Diskussion. Wir haben schon einige Fragen erhalten. Ich werde die kurz noch sortieren. Jetzt sind auch alle da. Das passt. Ja, super. Sehr schön. Die erste Frage, die wir hatten, die hier reinkam, wurde gestellt. Und zwar... Na nun, jetzt muss ich sie selber noch suchen. Ja, genau. Zum ersten Vortrag, Verzeihung. Die Frage an Frau Haubold. Sie haben in Ihrem Vortrag sinnbildlich von Medienkompetenz impfen gesprochen. Wie stellen Sie sich eine realistische Aufklärung zur Medienkompetenz in der Gesellschaft vor? Eine sehr komplexe Frage, auf jeden Fall. Und wir können die Frau Haubold leider noch nicht hören und auch nicht sehen. Ich hoffe, da gibt es jetzt keine Probleme bei der Übertragung. Jetzt gibt es wieder. Schade. Ansonsten überspringen wir die Frage erstmal und stellen sie dann später. Dann erstmal eine Frage zum zweiten Vortrag, den wir gehört haben, zum Thema Abhängigkeit, Sucht und Abhängigkeit von Computerspielen. Gibt es denn da Spiele oder auch Genre von Spielen, die besonders geeignet sind dafür, dass man sich in ihnen verliert? Und da ist ein Mikrofon leider noch stumm gestellt, das heißt, wir hören nichts. Ah ja, jetzt können wir was hören. Hallo? Frau Elsner kann man leider nicht hören. Kann man mich jetzt gerade hören? Ich habe den letzten Teil. Ach, jetzt. Frau Elsner, dann fangen Sie doch an. Ich habe den letzten Teil der Frage leider nicht mehr so ganz mitbekommen aufgrund der Verbindung. Ich wiederhole es gerne nochmal. Und zwar: Das wäre super. Es ging darum, ob es bestimmte Spiele oder auch Spielearten gibt, die man im Allgemeinen jetzt nennen kann, dass man sich in diesen Arten besonders verliert, wenn man die Spiele spielt. Es ist schön, dass Sie nicht den Begriff suchtgefährdend genannt haben. Das ist der sonst präferiert dafür verwendet wird. Also sonst wird immer gefragt, ob es besonders suchtgefährdende Spiele gibt. Das finde ich schön, dass der Begriff hier nicht verwendet wurde. Also man muss schon sagen, dass es so Bindungsfaktoren gibt, die einfach mehr ziehen. Also zum Beispiel betrifft das Rollen-Online-Spiele einfach dadurch, dass auch das Gefühl entsteht, wenn ich jetzt das Spiel verlasse, dann geht das Spielgeschehen weiter und irgendwie geht es ohne mich weiter und ich kann vielleicht nicht meinen Anteil leisten. Es gibt vielleicht auch so einen gewissen sozialen Druck, dass ich mich beteiligen muss.
das ist eigentlich so das, was am meisten gehandelt wird. Also gerade der Aspekt Rollen-Online-Spiele ist da ganz weit vorne mit dabei. Also einfach was, weil es eben diese Anreize gibt. Okay, es ist die Verbindung weg. Bei mir zumindest. Hören wir noch was? Ah, jetzt ist sie wieder da. Ja, oh nein. Ich hatte sie zwischenzeitlich nicht gesehen. Können Sie mich jetzt wieder hören? Ja, wir sehen und hören uns. Alles gut. Wie viel von der Antwort war weg? Wie viel haben Sie noch mitbekommen? Nur ein kurzer letzter Teil war weg. Aber, okay, gut. Ja. Also, wie gesagt, Rollen-Online-Spiele würde ich da als relativ weit vorne mitsehen. Um die Frage zu beantworten. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt gleich nochmal bei der Frau Haubold versuchen möchten. Hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt höre ich was. Ah, wunderbar. Guten Tag in die Runde. Hallo. Das Mikro vielleicht auch. So ist gut? Ja, alles wunderbar. Gut dann, entschuldigen Sie. Ed Johannes, ja, na klar. Um in der Metapher zu bleiben, man kann natürlich im begrenzten Maße auch immer was für sein eigenes Immunsystem tun. Ne? Medienkompetenz und auch Medienkompetenzschulung liegt auch ganz viel in der eigenen Hand und jeder ist da selbst verantwortlich. Aber, und das ist ganz wichtig, darüber hinaus muss was von staatlicher Seite kommen. Also wir müssen Medienkompetenz als Querschnittsthema in alle Bereiche implementieren. Also Frau Professor Ganguin tut dies zum Beispiel gerade schon mit der Lehramtsausbildung, aber das muss auch schon viel eher anfangen im Grundschulalter, im Kindergartenalter. Wir müssen als Eltern, Erzieherinnen, alle Schulen, alle mit Tabletten versorgen, alle mit Medienkompetenz versorgen. Und wenn dann die Erwachsenen einmal durch sind, dann ist es auch gar nicht mehr so schwierig in den nächsten Generationen. Konkret, was heißt das? Ne? Wir müssen Zeit schaffen, wir müssen Räume schaffen. Und es gibt ja diese Fachexpertinnen schon, die heißen Medienpädagoginnen, die haben die Mittel, die haben geforscht, wie wir das machen können. Und die haben die Inhaltsstoffe und die Methoden dafür. Und die brauchen einfach nur ein bisschen mehr Raum und Zeit und warum auch nicht mal als Computerspiel. Ne? Was ich mir wünsche, wäre so ein Umgang wie mit Büchern auch. Also, dass man sagt, Bücher begleiten wir als Eltern beim Lesen, ne? Später in der Schule oder selbst im Kindergarten wird schon mal vorgelesen und dann, wie es weitergeht, wir lernen lesen, wir lernen schreiben. Auch das wird dann erstmal begleitet und am Schluss macht sich keiner mehr Gedanken um Altersfreigaben. Und wenn wir sowas mit Spielen auch hinkriegen, dann hoffe ich, habe ich jetzt die Frage nicht zu ausschweifend beantwortet, dann ist das eigentlich schon geschafft mit der Impfung für alle. Ja, alles gut, Dankeschön. Alles, kein Problem. Eine weitere Frage, die haben wir über YouTube bekommen, an Frau Kattmann. Ist die gerichtet? Ich bin da, ja. Woran erkennt man, ob die Patienten just for fun spielen oder ob das Spiel die innere persönliche Welt widerspiegelt? Naja, wie gesagt, der Ansatz von mir und der auch so ein bisschen in dieser thematischen Voreingenommenheit liegt, ist ja der zu sagen, es hat immer irgendwas miteinander zu tun. Man darf jetzt natürlich nicht automatisch daraus schließen, dass Spiel, das man wählt, eins zu eins die innere Landschaft widerspiegelt oder sowas. Das ist natürlich total klar, dass das nicht so ist. Und zu der Frage, ob die Spiele selber sich da irgendwie ausschließen, nein. Also ich würde nicht sagen, dass Just for Fun und Therapie oder innere Zustände irgendwie abbilden, sich ausschließen. Ich glaube, das geht auch ein bisschen Hand in Hand. Okay, danke schön. Dann haben wir auch die Frage beantwortet. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz hier an der Seite im Chat, ob wir noch was haben. Ich sehe gerade, es ist relativ viel reingekommen. Deswegen versuche ich das noch ein bisschen zu sortieren. Eine Frage, die sich an den letzten Vortrag mit anschließt.
von Professor Bauer und Professor Farker. Haben Sie selbst schon einmal erlebt, dass Sie nach einem Persuasive Game Ihr eigenes Handeln kritisch hinterfragt haben? Und welches Spiel war das? Ja, Gerald, ich würde es erstmal übernehmen. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die tolle Atmosphäre hier. Und danke für die Frage. Ja, also natürlich. Also wir haben ja versucht, im Vortrag ein bisschen zu erklären, dass Persuasive Games oder dass eigentlich jedes Spiel ja einen gewissen persuasiven Ansatz hat und auch den Spieler beeinflussen. Und wenn ich ein klassisches Persuasive Game nennen kann, dann ist es September the 12th, wo man sich natürlich ganz bewusst wird, wenn man jetzt, ich weiß nicht, wem das Spiel ein Begriff ist, aber dort muss man Terroristen ausschalten, mit der großen Gefahr, Zivilisten mitzuschädigen, die dann auch wieder zu Terroristen werden. Und das ist, denke ich, ja auch, also das macht natürlich schon klar, wie man reagieren muss oder was die Großmächte vielleicht, ja, was man überdenken muss und wie man so einen Handel hinterfragen kann. GTA 5 wäre zum Beispiel auch, als was ich jetzt erst das letzte Mal wieder angespielt habe, da wimmelt es ja auch von, wo man sich hinterfragt, okay, hätte ich das jetzt auch anders spielen können oder wo man sich auch manchmal selber ein bisschen wundert, wie, naja, wie aggressiv man vielleicht auch in dem Spiel oder mit verschiedenen Situationen umgeht oder ja, also da gibt es, ich denke, in fast jedem Spiel gibt es da Ansätze, wo man sich dann auch selber mal hinterfragt, ob man das jetzt wirklich, also was denn die Entwickler auch dabei gedacht haben und was sie eigentlich auch bewirken wollen. Ja, bei mir ist es eher, ich weiß gar nicht, mich interessiert immer nie so sehr, was die Entwickler sagen. Das ist mir eigentlich immer so ein bisschen egal, weil es geht eigentlich immer bei mir darum, oder wenn ich was spiele, wie man mit dem Spiel kommuniziert. Und Persuasive Games, wenn wir schon beim Genre der Utopie oder Dystopie sind, dann fand ich am meisten, was, finde ich, so ein verzerrtes Bild von unserer Welt gezeichnet hat, war leider Fallout 4. Kennt ihr vielleicht eine Postapokalypse, in der die Bomben gefallen sind, verschiedene Ideologien bilden sich, die haben alle ihre utopischen, in Anführungszeichen, Visionen, wie das Commonwealth sich weiterentwickeln soll, also das Wasteland da. Und als Spieler kannst du dich halt eben denen anschließen oder nicht. Und die haben halt alle ihre verschiedenen Ideen. Die Brotherhood of Steel, das sind eher so die Rechten da, die versuchen wollen, alles andere auszuradieren. Dann gibt es die Wissenschaftler, die unter dem Commonwealth leben. Die haben eine ganz andere Lösung für ihre Utopie. Und so kannst du dich halt da eben, ja, da siehst einfach ein verzerrtes Bild unserer Realität und bist halt, kannst es praktisch austesten. Und deshalb finde ich den Begriff Persuasive Serious Games, den gibt es schon aus einem speziellen Grund. Aber irgendwie alle Spiele, die utopisch oder dem Genre der Utopie unterzuordnen sind oder einzuordnen sind, haben doch so eine Wirkungsstruktur, die man dann als Spieler entweder annehmen kann oder nicht, wo man sich dann Gedanken machen kann oder nicht. Das wollte ich noch ergänzen dazu. Okay, wunderbar. Dann vielen Dank dafür. Gerne. Ich sehe jetzt gerade schon, wir sind mit der Zeit schon wieder ein bisschen drüber, aber es häufen sich natürlich auch noch Fragen. Also wir haben zum Beispiel noch eine Frage an Frau Kattmann und auch noch bezüglich des zweiten Vortrags. Da würde ich ganz gerne vorschlagen, dass wir es auch wieder so machen, wer noch hier ist, ich sehe ja auch gerade, dass es hier direkt gestellt wurde, gerne in die Talkzone gehen und sich da das individuell noch klären und nicht hier auf der Bühne. Das wäre jetzt so mein Angebot noch. Dann wäre das prima, wenn wir das so hinbekommen würden. Ansonsten ist tatsächlich auch sowohl jetzt die Diskussion schon am Ende angelangt, als auch unser komplettes offizielles Programm. Und an dieser Stelle möchte ich erst einmal allen Speakerinnen danken, die heute hier mit dabei waren, die das mit ausprobiert haben bei uns hier auf Gavertown zum zweiten Science Mashup, so auch in digitaler Form. Und ganz kurz noch was Organisatorisches. Natürlich wird es genauso wie letztes Jahr auch alle Videobeiträge wieder separat bei YouTube geben. Das heißt, man kann die sich dann auch nochmal einzeln anschauen. Und selbstverständlich wird es auch wieder ein Tagungsband zur heutigen Veranstaltung geben, der dann wieder als Buch erscheint. Und wenn es da Neuigkeiten gibt, am besten unsere Social-Media-Kanäle im Auge behalten. Da werden dann noch weitere Informationen folgen. Ansonsten danke ich natürlich nicht nur unseren Speakerinnen, sondern auch
unserem Organisationsteam, vor allem die Studierenden, die gerade in der Technik sitzen und dafür gesorgt haben, dass hier so schön unser Livestream läuft, dass wir die ganzen Beiträge auch in Echtzeit uns hier anschauen können. Und natürlich auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Frau Professor Dr. Hofacker und an den Dr. Benjamin Wiege für das Organisieren und Betreuen des Projektes wieder einmal in diesem Jahr. Und ja, ich bitte zu entschuldigen, dass wir ab und zu so ein paar kleine technische Schwierigkeiten hatten in den Podiumsdiskussionen und dass vor allem auch die Zeit manchmal vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Deswegen kann ich nur herzlich einladen, in den Talkzone weiterzusprechen, sich auszutauschen, zu vernetzen, das Ganze jetzt zu nutzen. Wir sind natürlich jetzt auch noch online, beziehungsweise haben die Räume jetzt geöffnet. Das heißt, es gibt natürlich noch Möglichkeiten, sich weiter auszutauschen. Ansonsten möchte ich gerne nochmal Werbung machen für die anderen Sachen, die gerade im Rahmen der Langen Nacht der Computerspiele laufen. Zum Beispiel sind es die Indie-Entwickler, die Spannendes zu berichten haben, aber auch noch unser großes Spieleturnier LNC Masters, was jetzt auch dann gleich weitergeht und beziehungsweise parallel läuft. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich und denke ich, dass ich nichts vergessen habe, sag noch einmal abschließend vielen, vielen Dank und sag einfach ganz offiziell auf Wiedersehen, bis bald und ja, bis dahin. Bleiben Sie gesund vor allem.